vielen Dank, Margaret Karrich, vielen Dank der Heinrich-Böll-Stiftung für diese Serie von Diskussionen zu interessanten Themen. Ich sehe etliche Gesichter auch, die ich schon bei vorigen Veranstaltungen hier gesehen habe, und die hängen ja auch zusammen, die Hilfe für die und Unterstützung für die Flüchtlinge hier vor Ort mit den politischen Entscheidungen, unter anderem in der Frage, wer kommt, wer darf kommen, wer darf bleiben, wie viele kommen. All dies hängt nicht nur an hessischer und an bundesdeutscher Politik, sondern insbesondere an europäischer Politik, und darüber wollen wir heute Abend sprechen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Sie haben schon gehört, Herr Bütikofer muss relativ früh weg, deswegen mache ich eine zügige Vorstellung des Podiums. Ich begrüße ganz herzlich Nebos Dumann und Marion Bayer, die uns gleich das Projekt Watch the Math Alarmphone vorstellen werden, für das sie dankenswerterweise arbeiten. Schön, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen. Und bei den Herren vielleicht in der Reihenfolge des Anreiseweges. Reinhard Bütikofer, der sonst so zwischen Berlin und Brüssel pendelt und heute Abend nach Helsinki weiter muss, um dort tätig zu sein, hat zum Glück uns diese Stunde schenken können, in der wir mit ihm über die EU-Flüchtlingspolitik reden können. Er gehört zu den Konstanten in der Deutschen Grünen, bei den Deutschen Grünen kann man sagen, seit Jahrzehnten dabei in vielen Funktionen als Bundesvorsitzender, als Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, als Bundesgeschäftsführer, seit 2009 als Abgeordneter des Europäischen Parlaments und auch als Co-Vorsitzender der Grünen Partei in Europa. Herzlich willkommen, Reinhard Bütikofer. Aus München, Bernd Kasparek, erforscht seit vielen Jahren über das Thema Flüchtlingspolitik, insbesondere über die Grenzstrategien, Grenzschutzstrategien, die grenzpolitischen Strategien, und er engagiert sich in einem Netzwerk kritischer Migrations- und Grenzregionenforscher, arbeitet auch in einer Dissertation mit dem Schwerpunkt Frontex, wenn ich es richtig verstehe, und wir freuen uns auf seinen Beitrag. Herzlich willkommen, Bernd Kasper. Und ich weiß nicht, ob es Frankfurt Bonheim oder Nordland ist. Bonheim ist es, also nicht ganz so weit wie die anderen. Karl Kopp, seit vielen Jahren bekannt als Gesicht von Pro-Asyl in der europapolitischen Debatte. Er ist engagiert in dieser Flüchtlingshilfsorganisation, die hier in Frankfurt ihren bundesdeutschen Sitz hat, aber er agiert nicht nur von hier aus, sondern reist auch viel in die Länder, in denen die Probleme entstehen, in denen Flüchtlinge Probleme haben, und auch viel nach Brüssel, wo er im ECRE, im Europäischen Rat für Migrationsfragen, Pro Asyl vertritt. Herzlich willkommen, Karl Kopp. Wir werden natürlich uns durchaus auch zutrauen, die Ergebnisse des EU-Gipfels von gestern Abend zu bewerten und zu schauen, was morgen und übermorgen daraus folgt. Aber wir wollen beginnen mit der Projektvorstellung dieses wirklich bemerkenswerten Projekts Watch the Man Alarmphone. Und dazu übergebe ich jetzt an Nebos Dumann und an Marion Bayer. Ihr habt das Wort. Watch the Man Alarmphone ist ein Projekt, was letztes Jahr zustande gekommen ist. Die Idee dahinter war, beziehungsweise der Grund, warum das zustande gekommen ist, dass 2013, das haben sie alle mitbekommen, das große Tragödie im Mittelmeer vor Lampedusa, wo 400 Flüchtlinge ums Leben gekommen sind und alle öffentlich gesagt haben, dass es eine Schande ist vor europäischen Grenzen, dass so viele Schutzsuchenden sterben und Europa sich nicht an der Rettung beteiligt oder nicht rettet oder nicht genügend Maßnahmen hat zu der Rettung. Und nur eine Woche später, gab es noch eine Tragödie und wieder vor den europäischen Außengrenzen, wo die Flüchtlinge, die Malteser und die Italiener informiert haben und diese zwei Länder 5 Stunden lang die Verantwortung hin und her geschoben haben. Und in diesen 5 Stunden, während sie die Verantwortung hin und her geschoben haben, 200 Menschen wieder ums Leben gekommen sind, weil sie nämlich nicht gerettet haben, die europäischen Länder. Wir haben uns dann die Frage gestellt, was wäre dann eigentlich, wenn die Flüchtlinge eine zweite Nummer hätten? Nicht nur von der Küstenwache, sondern einfach von der Zivilgesellschaft, die öffentlich darauf aufmerksam gemacht hätten, die Menschenrechtsorganisationen informiert hätten. Da ist gerade ein Boot, die Flüchtlinge brauchen dringend Hilfe und die Länder wollen nicht retten. Was wäre passiert, wenn wir gewusst hätten, dass im Mittelmeer Flüchtlinge auf Hilfe warten und die Länder nichts unternehmen?
Deshalb haben wir letztes Jahr gestartet, das Projekt mit ungefähr 100 Aktivistinnen aus 12 verschiedenen EU-Ländern und nordafrikanischen Ländern. Teil von uns hat selber Booterfahrungen machen müssen, weil es eben keine legalen Wege in die EU gibt. Und, viele von uns sind selber mit den Booten nach Europa gekommen. Wir haben ein Schichtsystem in unserem Projekt, das heißt, es ist eine Hotline-Nummer. Ne? Es ist 7 Tage die Woche 24 Stunden lang besetzt. Und in allen europäischen Ländern beteiligen sich die Aktivisten, um die Rettung eben in die Wege zu leiten. Das bedeutet, wenn wir einen Ruf von den Flüchtlingen bekommen, melden wir uns bei den Küstenwachen und machen Druck, dass die Flüchtlinge gerettet werden. Und ich gebe jetzt das Wort einfach an meine Kollegen weiter und die erzählen dann, wie die Situation gerade aktuell bei uns war. Ich denke, du hattest es ja beschrieben, nochmal als den Startpunkt des Projektes, dass wir eigentlich ja davon ausgehen, wir müssen was tun gegen dieses Left to Die, gegen dieses Sterben lassen auf dem Meer. Ich würde sagen, dass wir jetzt heute, nachdem wir ein Jahr dieses Alarmfon machen, an einem ganz anderen Punkt sind. Wir haben nicht mehr so stark dieses Problem, dass wir die Rettung erzwingen müssen, sondern wir haben durchaus, auch anders als wir es erwartet hatten, als wir nämlich im Oktober da losgelegt haben, war ja noch die Frage, Frontex hatte quasi diesen Plan, die Rettungszone weit aus dem libyschen Gewässer zurückzuziehen. All das ist nicht passiert. Und wir haben im Moment eine Situation, würde ich sagen, die wir ja auch hier total spüren, die keiner von uns geahnt hätte, als wir letztes Jahr im Oktober losgelegt haben und die wir auch vor 2 Monaten noch nicht für möglich gehalten hätten. Dass in einem Ausmaße dieses Grenzregime an bestimmten Stellen kapituliert hat, würde ich sagen, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Wir haben im Moment ganz viel ja, mit Menschen hier zu tun. Ich komme aus Hanau und wir haben jetzt die letzten Nächte ganz oft am Bahnhof verbracht, wo wir quasi die Leute, die mit den Zügen und Bussen da ankamen, willkommen geheißen haben. Und da waren ganz viele, die sind in der Türkei vor 1-2 Wochen losgegangen und sind jetzt schon in Deutschland. Und das ist was, was in den letzten Jahren, wo wir ja sehr viel in der Ägäis auch unterwegs waren, unmöglich gewesen wäre, sage ich mal. Ich glaube, von daher sind wir gerade ein Stück weit an einem anderen Punkt. Wir haben es trotzdem aber ja damit zu tun, dass wir im Prinzip jede Nacht weiter diese Anrufe bekommen von Menschen, die sich in Seenot befinden, die ums Überleben ringen, die kurz vor dem Ertrinken stehen, die in Todesangst oftmals unsere Hotline anrufen und sagen, wir ertrinken hier. Das haben wir trotz allem. Das haben wir trotz einem sehr ausgeprägten Willen, willkommen zu heißen hier in Europa. Das haben wir, obwohl es mittlerweile durchaus immer wieder Bemühungen gibt, Rettung auszubauen. Trotzdem haben wir immer wieder die Situation, dass Leute ums Leben kommen, im zentralen Mittelmeer, in der Ägäis. Und unsere Rolle ist, würde ich sagen, ein Stück weit weiterhin diesen Druck zu machen, für schnellere Rettung zu sorgen, von den Leuten zu versuchen, wo genau befinden sie sich, das den Küstenwachen mitzuteilen, an vielen Stellen da ja auch durchaus in Kooperation zu gehen, aber auch ganz stark eine Rolle bei den Menschen zu sein, während ihnen das widerfährt. Also ganz, ganz oft ist unsere Rolle, den Leuten Mut zuzusprechen, den Leuten zu sagen, es ist normal, dass Wasser ins Boot kommt, wenn die Wellen kommen und wenn der Motor ausgeht. Wartet noch mal einen Moment, vielleicht kriegt ihr den Motor wieder an. Das ist der Moment, wo wir im Prinzip in einer ganz, ganz engen Tuchfühlung sind und wo wir das auch sehr, sehr nah miterleben, was das heißt, in einer Zeit zu leben, wo zwar sich nach Kräften bemüht wird, Rettung im zentralen Mittelmeer zu organisieren, wo es aber gleichzeitig so ist, dass das, was, denke ich, zentral ist, um all das zu verhindern, ja nach wie vor verweigert wird, nämlich sichere Wege nach Europa. Und das ist was, was wir auch in den vergangenen Wochen nochmal sehr, sehr stark gelernt haben, als wir angefangen haben, vermehrt mit Menschen zu kooperieren, vor allem mit syrischen Leuten, die ihre eigenen Netzwerke aufgebaut haben, in denen sie Menschen begleiten auf dem Weg und die sehr, sehr klar sagen, das eine, was wir tun können und müssen, ist quasi jede Nacht für die Menschen da zu sein, im Moment, wo sie in Not geraten. Aber das, was eigentlich die Herausforderung ist, ist doch dieses sich in Todesfahr begeben zu müssen, schlussendlich überflüssig zu machen, die an der Seite nicht nur derer sind, die auf den Booten sich befinden, sondern die uns berichten von den syrischen Freunden, die beschließen, sie gehen jetzt auf eigene Faust los und sie öffnen jetzt die Landgrenze nach Griechenland von der Türkei aus.
die dort stehen mit zu Tausenden und sagen, wir wollen nicht mehr sterben, wir wollen auf diese Boote gar nicht mehr drauf, sondern wir fordern einen Korridor nach Europa. Und ich glaube, das sind Momente, wo wir uns, wenn wir dieses Alarmfon betreiben, sehr, sehr stark wünschen, dass das Alarmfon selbst als Alarmfon für Menschen, die sich in Seenot befinden, so schnell wie möglich überflüssig wird. Dass wir eigentlich davon ausgehen, dass wir einen ganzen Schritt weitergehen müssen, als immer nur um Rettung zu rufen und sozusagen Verstärker zu sein für die Stimmen der Menschen, die in Not sind, sondern dass wir eigentlich an einem Punkt sind, wo wir ganz klar sagen müssen, all das könnte heute Geschichte sein, in dem Moment, wenn es Fern statt Frontex gäbe, wenn es sichere Wege gäbe nach Europa. Und wir könnten dann vielleicht auch an den Punkt gelangen, uns wieder den anderen Fragen zuzuwenden, die wir in dieser Zusammenarbeit als mindestens genauso wertvoll eben erlebt haben, nämlich sich mit den Fragen zu beschäftigen, was ist es denn eigentlich für ein Europa, um das wir da kämpfen und das gerade umkämpft ist von unten und ja auch von außen. Ein afghanischer Freund hat, als wir gerade auf Lesbos unterwegs waren, hat es ja nochmal so in so sehr poetische Worte gefasst, zu sagen, Europa ist kein Geschenk, Europa ist ein Recht und das erkämpfen wir. Und ich glaube, das ist was ich im Moment auf dem Meer abspielt, das erleben wir quasi jede Nacht, wie hoch der Blutzoll auch dieses Kampfes ist, sage ich mal. Und ich glaube, wir erleben aber auch ein Stück weit, dass es immer mehr Menschen miterleben und mit wissen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der andere Teil unseres Beitrags, so würde ich das sehen. Ich habe zwei Fragen, die sich mir aufdrängen. Die eine ist, am Anfang habt ihr berichtet davon, dass sich die Situation geändert hat. Es gibt ja jetzt einfach auch andere Zuwanderungswege. Bedeutet das, dass es insgesamt weniger Notrufe gibt als früher oder kann man das nicht sagen? Und die zweite Frage, wie reagieren eigentlich die Küstenwache, wenn da so eine NGO anruft? Nehmen die das ernst? Gehen die darauf ein? Sehen sie das positiv als Unterstützung oder haben die das Gefühl, da redet uns jemand rein und wir ignorieren das lieber? Ich würde sagen, es sind beides sehr komplexe Fragen. Das eine ist, Anrufe gibt es mehr denn je. Also wir hatten die vorletzte Woche war die Woche, in der wir die meisten direkten Distress-Calls auf unserer Hotline hatten. Das waren 80 Anrufe innerhalb einer Woche und davon waren 74 aus der Ägäis, also zwischen der Türkei und Griechenland. Und das zeigt, glaube ich, sehr, dass es im Moment ein Gebiet ist, wo einfach die Leute sehr viele durchkommen, aber sehr, sehr viele auch in Momente der Todesangst geraten und nicht nur der Todesangst, sondern auch in Momente, in denen sie wirklich ums Überleben kämpfen müssen und kurz vorm Absaufen sind. Das muss man so sagen. Und ich glaube, das haben wir quasi gerade permanent mitschwingen. Es ist nicht so sichtbar, weil es einfach in den letzten Wochen nicht diese Riesentragödien gegeben hat, wo die Zahlen so hoch waren, wie sie damals vor Lampedusa waren oder wie sie auch Anfang dieses Jahres waren. Deshalb ist es nicht so, wird es nicht so stark gesehen, aber wir hatten ja auch in den letzten Wochen die Toten in der Ägäis, jetzt gerade, wo das Wetter so schlecht war, das eine Woche. Und zu der anderen Frage, die Veränderung. Ja? Ich glaube, es haben sich sehr entscheidende Dinge verändert. Es hat sich im zentralen Mittelmeer die Situation insofern verändert, dass es dieses Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung, jedenfalls unserer Beobachtung nach, momentan so nicht gibt. Dass es wirklich eine starke Bemühung gibt, für Rettung zu sorgen, aber ein massives Kapazitätsproblem immer wieder. Also ein massives Problem, nicht genug Kräfte zu haben. Ein massives Problem, was existiert, obwohl es einen Haufen Militärschiffe mittlerweile gibt, die ja dort stationiert sind, die aber oftmals offensichtlich mit Aufklärung beschäftigt sind, die damit beschäftigt sind, Pläne zu entwickeln, wie man möglicherweise militärisch gegen Schlepper vorgehen könnte. Wie gesagt, damit kann man das kann man nur wiederholen. Das einzig effektive Mittel unserer Meinung nach wäre, eben sichere Wege zu schaffen. Eine Bekämpfung von Schleppern mit militärischen Mitteln auf dem Meer, wie soll die aussehen? Das ist der eine Bereich. Und ich glaube, der andere Bereich ist nochmal, wenn wir auf die Ägäis gucken, wo wir jetzt die allermeisten Anrufe hatten, dass es da eine sehr massive Veränderung gegeben hat seit Anfang dieses Jahres, dass wir da die Praxis, die wir in den vergangenen Jahren so sehr, sehr stark hatten, mit massiven Pushbacks, massiven Menschenrechtsverletzungen auf dem Meer, in dieser massiven Form nicht mehr haben. Wir haben aber trotzdem auch immer wieder in den letzten Monaten Berichte gehabt von
Angehörigen der Küstenwache ganz offensichtlich, die sich auf Boote zubewegen, die den Booten den Motor abnehmen, die Benzin abnehmen, die Leute misshandeln, die Leute bestehlen. All diese Menschenrechtsverletzungen in der Ägäis gibt es trotzdem auch nach wie vor. Und ich glaube, es gibt eine Verschiebung sozusagen, es gibt eine Verschiebung hin zu mehr Rettung und es gibt dadurch auch eine Verschiebung, die es ermöglicht, mit den Küstenwachen in dem Moment, wenn wir mit ihnen telefonieren, auf einer ganz anderen Ebene zu sprechen. Also es ist durchaus so, dass wir da anrufen und dass die uns zuhören in den meisten Fällen. Es gibt es auch immer wieder, dass es anders ist. Es kommt darauf an, auch so ein bisschen, wer da gerade Schicht hat. Aber es gibt durchaus ein zunehmendes Bemühen, sage ich mal, auch zivilgesellschaftliche Kräfte, die sich da bemüht einbringen, sozusagen irgendwie einzubinden in ein System von Seenotrettung, sage ich mal. Das ist eine Verschiebung auf jeden Fall. Das ist aber trotzdem natürlich keine Aufhebung des Problems. Ja, erstmal vielen Dank bis zu dem Punkt für euer Engagement und auch für die Darstellung hier. Vielen Dank. Wer für dieses Projekt spenden möchte oder sich informieren möchte, da vorne am Eingang liegt ganz viel Informationsmaterial mit Kontaktadressen und Telefonnummern. Ja, Reinhard Bütikofer, es stockt einem ja doch immer der Atem, wenn man das hört, was hier zivilgesellschaftlich geleistet werden muss, wo man denkt, das muss doch eigentlich, müssen doch die staatlichen Stellen selber hinkriegen, Menschenleben zu retten. Vielleicht ein Sinnbild dafür, was insgesamt in der Flüchtlingspolitik europäischer Staaten und der Europäischen Union nicht funktioniert. Wie sehen die Grünen diese Krise? Ich würde nicht sagen, dass dieses das einzige Feld ist, auf dem man beobachten kann, dass zivilgesellschaftliche Gruppen Dinge tun, die man eigentlich von offizieller Seite erwarten würde. Ich finde es aber ein sehr positives Element, dass das stattfindet. Und ich erinnere mich, dass wir vor etwas mehr als 20 Jahren in Deutschland eine große Asyldebatte hatten, die damals gipfelte in einer Einschränkung des Grundrechts auf Asyl. Und damals war die zivilgesellschaftliche Gegenwehr und die zivilgesellschaftliche Selbstorganisation war weiter nicht vorhanden, die man heute hat. Und deswegen der Widerstand gegen die rassistische oder fremdenfeindliche Mobilisierung von ganz rechts war weiter nicht so organisiert. Und ich würde sagen, damals war wahrscheinlich bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein dieses Denken in Ausgrenzungskategorien, hegemonial, und heute würde ich sagen, ist bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein ein anderes, progressiveres Denken hegemonial geworden. Reden Sie von der deutschen oder von der europäischen Gesellschaft? Ich rede von der deutschen Situation, aber nicht nur von der deutschen Situation. Und ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt anderen gegenüber selbstgerecht auftreten sollten. Es gibt zum Beispiel aus Polen, wo der Widerstand gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sehr groß ist, oder aus der Tschechischen Republik, wo der Widerstand von Regierungsseite auch sehr groß ist, ziemlich namhafte zivilgesellschaftliche Initiativen von Persönlichkeiten, von Schriftstellern, von akademischen Autoritäten, also von Künstlern und so weiter, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die da einen anderen Ton anschlagen. Also das ist nicht nur in Deutschland. Und das Refugees Welcome, das am Münchner Bahnhof zu sehen war, das hatte eine Resonanz in ganz vielen europäischen Ländern. Und ich kenne ein kleines Filmchen von einer belgischen Initiative aus Brüssel, die daraus sozusagen ein Refrain gemacht haben. Und also ich glaube, ich kann das nicht so genau einschätzen, wie stark das im Einzelnen in den unterschiedlichen Ländern ist, aber ich glaube, es ist mehr als einfach nur ein deutsches Phänomen. Und ich glaube, dass dieses deutsche Phänomen, Entschuldigung, dass dieses zivilgesellschaftliche Phänomen die wesentliche Veränderung ist, die überhaupt stattgefunden hat, und dass viele von den Veränderungen in der Politik, auch die, die gerade schon beschrieben worden sind, im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind. Also es gab eben Beschlüsse auf der europäischen Ebene,
dass im Mittelmeer eine Abschottungsaktion gemacht wird, wie zu Recht beschrieben wurde, dass man sich zurückzieht weit hinter die Räume, die überhaupt erreichbar sind mit diesen Seelenverkäufern, und dann mal wartet, wer noch durchkommt. Und dann versucht, die dann auch wieder zurückzuschicken. Dass diese Praxis inzwischen eine andere ist, das hat was mit der öffentlichen Meinung, mit der Zivilgesellschaft, mit dem zivilgesellschaftlichen Druck zu tun. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle gespielt hat bei dem Zusammenbruch des Dublin-Systems, den wir gerade erleben. Also dieses Systems, das sagt, die Staaten, in denen Flüchtlinge zuerst EU-Boden betreten, die sind dafür verantwortlich, dass die dort zu bleiben haben und registriert zu werden haben, und dann muss dann geprüft werden, ob sie bleiben dürfen oder abgeschoben werden müssen, und alle anderen haben damit nichts zu tun. Das war ja gegenüber Ländern wie Malta, Italien oder Griechenland immer ein extrem unsolidarisches System, weil man die Länder damit alleine gelassen hat. Deutschland hat immer zu den Ländern gehört, die an diesem System massiv festgehalten haben, die gesagt haben, es muss so sein, das wollen wir nicht anders. Faktisch ist das zusammengebrochen, und es ist nicht ohne Ironie, dass es die Bundeskanzlerin war, die mit dazu beigetragen hat, dass das zusammengebrochen ist. Und jetzt hört man, jetzt hat man noch nicht eine neue Struktur, man hat noch nicht eine neue Lösung. Aber die Verabredung, die von dem Rat der Innenminister zu Beginn der Woche getroffen wurde, ist der Einstieg in eine andere Logik. Der Einstieg in ein System, in dem es heißt, alle Mitgliedsländer der EU haben die Verantwortung, einen Anteil zu übernehmen im Umgang mit diesem Flüchtlingsrealität. Die Vereinbarung, von der Sie reden, ist die Verteilung von 100, im Moment 120.000 Flüchtlingen plus möglicherweise die 40.000, über die man sich vorher schon verständigt hat, insgesamt 160.000, also eine groß wirkende Zahl, die aber natürlich im Verhältnis zur Gesamtzahl der Flüchtlinge recht gering ist. Nun ist das sozusagen ein ich wollte gerne Ihre Meinung zu diesem Verteilungsmechanismus hören, weil sich das jetzt positiv anhörte, weil Sie sagen, das gescheiterte Dublin-System wird da durch etwas Neues ersetzt. Ist denn das ein positiver Gedanke, wo die Menschen verteilt werden? Müsste nicht sozusagen der Faktor, wo sie Bindungen haben, wo sie Familien haben, wo sie leben möchten und auch eine Zukunft sehen, eine Rolle spielen in diesem System? Also erstmal ist dieses Verteilen ein riesengroßer Fortschritt, weil es bedeutet, dass sich niemand mehr um eine Mitverantwortung drücken kann. Und das heißt aber auch, dass in allen Ländern sozusagen neue Erfahrungen gemacht werden mit der Realität Flüchtlingselend. Und ich glaube, dass es auch für die EU ein wichtiger, ganz wichtiger Prozess gewesen ist, weil da eine jetzt mehrere Jahre lang anhaltende Praxis durchbrochen wurde, wonach immer dann, wenn irgendjemand nicht mitspielen wollte, das Einstimmigkeitsprinzip genutzt wurde, um zu sagen, da bewegen wir uns alle gar nicht. Alle gemeinsam bewegen wir uns gar nicht. Und jetzt wurde mehrheitlich entschieden. Und auch wenn der slowakische Premierminister, ein ziemlich abscheulicher Linkspopulist, sich hinstellt und sagt, ich mache da nicht mit, und wenn Herr Orban auch nicht mitmachen will, ein ziemlich abscheulicher Rechtspopulist, und dann einige andere auch dagegen gestimmt haben, ist das doch ein Fortschritt, dass Europa da jetzt gemeinsam sich drum zu kümmern hat. Dabei bleibt berechtigt, was Sie einwenden gegen dieses Verteilungssystem. Aber das ist mal erstmal ein Einstieg. Ich sage nicht, es ist ein neues System, was das alte schon ablösen kann, aber es ist ein Einstieg in eine neue Logik. Und ich kann mir natürlich sehr leicht vorstellen, das kann sich alle leicht vorstellen, dass man im Rahmen einer solchen Zuteilung von Quoten, wo man sagt, so viele nehmen wie Schweden, so viele andere, dann durchaus Spielräume schafft, wo man dann sagt, okay, und wenn jemand Verwandtschaft hat, schon in Niederlanden oder in Belgien, dann sollen die Leute eben nach Niederlande gehen können oder nach Belgien gehen können. Und andere gehen dann, nach Frankreich oder Luxemburg.
Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass auf europäischer Ebene das so läuft, dass man sagt, jetzt fragen wir einfach mal, wer wohin will, und dann regeln wir das. Weil sozusagen das wird dann wahrscheinlich eine Situation auslösen, in der weiterhin viele Länder sich völlig sozusagen um das Problem rumdrücken, so tun, als ginge es sie nichts an und müssten sie keine Mitverantwortung übernehmen. Und diese Mitverantwortung ist nicht nur wichtig, weil die Länder dann oft ja nur einen kleinen Teil von Flüchtlingen aufnehmen. So, die Mitverantwortung ist auch deswegen wichtig, weil die Länder dann nicht rauskommen aus der Frage, was haben wir denn außerdem noch zu tun, außer ein paar Flüchtlinge aufzunehmen. Was müssen wir machen, zum Beispiel für die Flüchtlinge, die ungefähr 4 Millionen Flüchtlinge in den Nachbarländern Syriens? Wenn welche den Eindruck haben, das geht uns alles gar nichts an, das drücken wir an Dritte ab, dann sind sie da auch aus dem Schneider. Aber ohne, dass die EU gemeinsam sich der Frage stellt, so wie das jetzt ansatzweise gemacht wird, wo man sagt, 1 Milliarde stellen wir zur Verfügung, wie weit kommt man mit 1 Milliarde? Nicht sehr weit, aber wesentlich weiter, als der UNHCR ohne diese Milliarde kommen würde. So, dann die nächste Frage. Wieso gibt es eigentlich in diesem Bürgerkrieg in Syrien über 4 Jahre, nachdem er losgegangen ist, immer noch nicht den Hauch einer Chance dafür, dass irgendwann mal am Horizont ein kleiner Lichtpunkt erscheinen könnte? Und was hat man für eine Verantwortung dafür, neu darüber nachzudenken, wie man diesem Feuer die Nahrung entziehen kann? Auch dafür muss es eine gemeinsame Verantwortung geben. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil des Lernprozesses, den diese komische europäische Gemeinschaft gerade zusammen irgendwie hinkriegen muss und anfängt hinzukriegen, scheint mir, dass die alte, bequeme Rede, ja, man muss was für die Ursachen tun, und dann war es wieder gesagt, und dann geht man zum Tagesgeschäft über und kümmert sich nicht wirklich darum, dass die nicht mehr so einfach dahingesagt werden kann, dass es inzwischen, das hat sich da eingebrannt, die Erkenntnis, es gibt keine Sicherheit und Stabilität, wenn es für unsere Nachbarn keine Sicherheit und Stabilität gibt. Und das ist ein unglaublich großer Erkenntnisfortschritt. Und wenn sich das sozusagen politisch dann formt, dann wird man noch viel streiten müssen, wie es sich formt. Und da bin ich sehr dagegen, dass man diese militärischen Strategien im Mittelmeer da verfolgt, zum Beispiel. Das heißt aber im Grunde, dass Sie mit den, also es war ja einen Tag nach dem Rat der Innenminister, war ja das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, die eben unter anderem diese 1 Milliarde beschlossen haben, die auch sich darüber unterhalten haben, wie eben möglicherweise in Syrien wieder Gespräche geführt werden können, um diplomatische Lösungen in irgendeiner Weise voranzubringen, die auch zum Beispiel Registrierungszentren, was auch immer das dann genau sein soll, an den Hotspots Italien, Griechenland beschlossen haben. Das ist eine Veranstaltung gewesen, wo manche sich enttäuscht geäußert haben. Sie machen den Eindruck, als wären Sie ganz zufrieden, dass da jetzt eine gemeinsame Richtung reinkommt. Ich bin nicht zufrieden, aber ich bin auch nicht enttäuscht. Ich glaube, dass es viel zu wenig ist, viel zu kurz gesprungen ist, und trotzdem ist es gesprungen. Es ist sozusagen, es hat sich was in Bewegung gesetzt. Die Frage wird sein, was werden das für Hotspots in Bulgarien, in Griechenland, in Italien. Kollegen von mir haben mal in Griechenland so ein paar Lager angeguckt. Da fallen mir keine anständigen Worte für ein, was man da sozusagen gesehen hat dann im Film. Das wird weiterhin ein zentrales Thema der Auseinandersetzung, gerade auch der zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung sein müssen. Und dass die jetzt beschlossen haben, wir machen Hotspots, kann alles Mögliche heißen. Das kann heißen, das wird ein ziemlich brutales Regime, und man hört ja aus verschiedenen Ländern sozusagen auch sehr unanständige Geschichten, wie da mit Flüchtlingen im Einzelnen in solchen Lagern umgegangen wird. Und natürlich kann man deswegen nicht sagen, ich bin zufrieden. Aber dass die EU sich um diese Sachen nicht mehr in der Weise sozusagen nur rumdrückt, dass man es an Einzelländer abschiebt, ist ein Vorteil, weil diese Länder sind überfordert, wenn sie es alleine machen sollen. Und dass sie inzwischen anfängt zu begreifen,
dass man da wirklich einen holistischen Weg finden muss, dass man ein bisschen weiter gucken muss als die Nasenspitze und sich, wie Sie es gerade nochmal gesagt haben, kümmern muss um die Frage, wie verhindert man eigentlich, dass dieser syrische Bürgerkrieg in unserer unmittelbaren Nachbarschaft einfach endlos weitergeht und wir machen immer Vogelstrauß. Da gibt es natürlich Diskussionen, die mir überhaupt nicht gefallen, wenn da diskutiert wird, ob das jetzt am besten damit gelöst wird, dass jetzt möglichst viele Zusatzländer auch ISIS bombardieren. Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade die Strategie ist, mit der man der Problemlösung näher kommt. Aber dass man sich darum auseinandersetzen muss, wie man sich dem Ding nähert, das finde ich ist ein Fortschritt. Also der Van Rompuy, der mal früher 5 Jahre lang Präsident des Europäischen Rates, der hat kürzlich im Interview gesagt, europäische Führungspersönlichkeiten treffen Entscheidungen immer nur dann, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen, vor den Füßen ein Abgrund und Messer an der Kehle. So ungefähr war es jetzt und sie haben jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, die noch ungenügend sind und da wird man jetzt weiter kämpfen müssen. Wobei das Messer an der Kehle vielleicht weniger für die Politiker als für die Menschen, die unterwegs sind, trifft, darf man auch immer nicht vergessen. Karl Kopp will ich gerne ins Gespräch bringen an dieser Stelle, weil ich habe von Pro Asyl heute eine relativ drastische Bewertung der Ergebnisse von gestern Abend gelesen. Ich glaube, da ist nicht ganz so viel Zuversicht drin und doch mehr Kritik. Wogegen richtet sich die Kritik von Pro Asyl an diesen Beschlüssen von gestern Abend? Gut, gestern war jetzt nur der Kulminationspunkt. Klar, es wurde die 1 Milliarde beschlossen, dass man die Kalorienzahl in den Lagern in Libanon und Türkei und Jordanien wieder erhöht. Die war ja schon runtergefahren. Man hat zeitgleich, also wir haben vorher kurz darüber geredet, Tusk, der Präsident, hat gesagt, wir wollen jetzt die Politik der offenen Fenster und offenen Türen korrigieren. Also es gab auch da, wir können das sagen, es war eine Kritik an Teilen des Parlaments, der Kommission, auch an Merkel. Auf jeden Fall klar die Botschaft, wir wollen die Außengrenzen sichern, ja? Wir wollen die Türkei enger einbinden. Das ist zwar ein Evergreen, aber jetzt will man ganz konkrete Maßnahmen eben in den nächsten Wochen angehen, um die Türkei noch mehr einzubinden bei dem Versuch der Weiterflucht. Also was Marion erzählt hat, dass da in Edirne Leute, syrische Flüchtlinge protestieren, dass endlich die Landgrenze aufgemacht wird. Wir will versuchen, dass eben das Regime, mittlerweile muss man sagen, das Regime in Ankara, viel mehr Abfahrten verhindert und auch die Landgrenzen von türkischer Seite dicht macht. Das vielleicht, deshalb haben wir das eher als neuen Mauerbau zusammengefasst. Aber stärkere Kooperation mit der Türkei war ja das, wie das dann genannt wird. Aber halt in der Gesamtschau, ich weiß nicht, also die Gesamtschau dieses Jahres ist, wir haben 3000 Tote im Mittelmeer und in der Ägäis. Wir haben Seenotrettung gekriegt, nachdem er also Mare Nostrum auslaufen hat lassen, im April, am 23. April, weil fast 2000 Menschen im zentralen Mittelmeer gestorben sind, weil man eben sich zurückgezogen hat, bewusst. Das war eine Entscheidung. Ne? Auch der deutsche Innenminister, das wurde schon häufig gesagt, hat bewusst gesagt, okay, Seenotrettung ist zwar wichtig, aber es fördert die Schlepper- und Schleuserindustrie, deshalb müssen wir uns zurückziehen. Das wurde korrigiert. Genau der Punkt, also jetzt kommt ein europäischer Aufschrei, ohne Aufschrei gibt es nicht mehr Rettungskapazitäten. 23. April hat die Kanzlerin gesagt, am Geld soll es nicht scheitern. Und dann wurde wieder das Geld, was vorher Mare Nostrum ausgegeben hat, zur Verfügung gestellt. Deshalb wird jetzt mehr gerettet. Und dennoch ist es bezeichnend für dieses Jahr oder vielleicht für viele Jahre, es ist Watch the Med, es ist Sea-Watch, es sind die Ärzte ohne Grenzen und andere MOAs, die Lebensrettung organisiert, zivilgesellschaftlich. Und es gibt immer mehr Initiativen, die Geld sammeln für Boote, für Rettungsboote.
Das Gleiche, wenn wir uns das andere, den anderen Sprengel angucken, ich glaube, du gehst nachher nochmal näher drauf ein, aber wir haben jetzt den ganzen Sommer zugeschaut, de facto hat es schon viel früher stattgefunden, wie zwar sehr viele Menschen leben in der Ägäis ankamen, über 300.000 mittlerweile, auf der kleinen Insel. Und dann haben wir Wochen, Monate lang, da musste man gar nicht hinfahren, konnte man live im Fernsehen jeden Tag sehen, wie die Menschen auf Kos ohne Obdach sind, ohne Essen, ohne Trinken. Es ist die Zivilgesellschaft, die das organisiert. Das Gleiche auf Lesbos. Es ist die Zivilgesellschaft, die das organisiert. Dann konnte man den Korridor, der kein humanitärer war, über Mazedonien, Serbien, Ungarn mitverfolgen. Dass Menschen durch Europa laufen, kann man sagen, okay, das Grenzregime bröselt. Auf die andere Seite ist okay, zigtausend Menschen laufen durch Europa mit einem Baby auf den Schultern und die berühmten Rollstuhlfahrer, die zum Schluss das Merkel-Bild getragen haben und die sind den ganzen Weg entlang gerollt. Da ist nichts passiert. Also eine Struktur von Europa ist, wenn was passiert, und auch heute noch, das ist ja das Tolle, auch an eurer Initiative, klar, zu Recht preisgekrönt, es ist Zivilgesellschaft. Und dann gibt es, wenn der Aufschrei so laut ist, wie bei der Seenotrettung, dann reagiert Europa oder in dem Fall halt die Nationalstaaten und sagen, okay, am Geld soll es jetzt nicht scheitern. Das ist erstmal die Struktur. Und dass das so war, also ich meine, wir können das nochmal historisch untersuchen, was ist denn passiert, dass diese Menschen über, heute noch, alle obdachlos sind, mittellos, dass sie laufen müssen, dass es keine medizinische Versorgung staatlicherseits gibt. Es gibt nicht mal, den es für uns gäbe, einen Katastrophenschutz. Ja? Es läuft alles privat initiiert und irgendwann im Ende August hört man dann, dass vielleicht der Mechanismus, der Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union für Griechenland und Ungarn freigeschaltet wird. Und man fragt sich, was ist da los? Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt schon, wo sind wir jetzt heute, terminmäßig? Ende September fast, ne? So, da schauen wir zu. Das ist erstmal die reale Situation in Europa. Und dann gibt es, natürlich ist Dublin gescheitert. Dann gibt es Hoffnungsschimmer, die einfach vielleicht sich so zusammenfassen lassen, es sind Flüchtlinge, die entschlossen sind. Wie bitte? Ich habe sie akkus. Hatsch. Okay, Hatsch. Andere Baustelle, glaube ich, aber. Dass Flüchtlinge entschlossen sind, diesen Weg sich zu bahnen, weil sie keine andere Chance mehr haben. Dass es eine Situation gibt, wo Flüchtlinge ja, mit der europäischen Fahne losziehen, nicht nur mit dem Merkel-Bild von Budapester Bahnhof Richtung Österreich, wo sie klar machen, dass sie ansatzweise noch an das Freiheitsversprechen Europas glauben, wo andere die gerade versenkt haben, all diese Werte. Und dann passiert dann auch ein Druck. Es ist wieder die Zivilgesellschaft, die was organisiert. Konvois, legale Wege, Essen, medizinische Versorgung, was man alles so macht, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Und dann passiert eine Entscheidung, oder zwei Entscheidungen, die bemerkenswert waren. Das war einmal eine Ausreise durch die deutsche Bundesregierung, Merkel. Ein kleiner Merkelianer geworden. Zweitens, die Entscheidung, dass man halt, du hattest es ja schon angesprochen, dass Dublin zusammenbricht, aber die Entscheidung, die rational und pragmatisch war, syrische Flüchtlinge nicht mehr Dublin-mäßig zurückzuschicken. Und dann ist was ins Rolle gekommen. Und der Versuch jetzt heute, ein gebrochener Merkelianer, ne? Aber es geht um drei, vier Gedanken da drin. Es gibt keine Begrenzung beim Asylrecht, es gibt keine Deckelung. Wir schaffen das, das wäre auch gut für Europa. Und der Satz natürlich, nicht mein Land. Ne? Und dieser Satz, den gilt es auszuweiten auf nicht mein Europa. Ne? Das ist ja egal, wer das so formuliert hat, aber das sind doch eigentlich Maßgaben, mit denen wir es heute zu tun haben. Und was jetzt gerade passiert, zum Rat ist der Versuch,
der auch dramatisch ist und der wird nicht gelingen, aber dennoch werden die Betroffenen darunter leiden, ist der Versuch, bestimmte Grenzziehungen, das Grenzregime sozusagen so zu tun, als wäre man handlungsfähig und als könnte man den vorherigen Zustand herstellen. Das ist der Beschluss von gestern und der Beschluss mit diesen Hotspots oder Wartezonen, wie der Innenminister sagt. Ganz Griechenland ist eine Wartezone. Es ist eine Zone des Elends und jetzt wird darauf ein Hotspot gesetzt der Europäischen Union. Und man sagt auch in Italien, hier, ihr Bootsflüchtlinge, ihr werdet jetzt irgendwo festgesetzt. Wo? Das weiß man nicht. Gefängnisse gibt es noch, EU-finanzierte, 5000 Plätze. Und dann suchen wir die umverteilt werden, die Flüchtlinge raus und gucken auf diejenigen, wenn die nicht schutzbedürftig sind, die versuchen wir dann mit Frontex abzuschieben. Man hat mit dem Hotspots-Konzept, was so nicht funktionieren wird, sozusagen die berühmten Lager aus Nordafrika auf den Boden der Europäischen Union, auch nach Griechenland oder nach Italien verfrachtet, konzeptionell. Dass das nicht aufgeht, ist klar, aber es ist der Versuch, mit einer humanitären Note, die wir alle begrüßen, dass Menschen legal rauskommen, leider mit einer Zwangsumverteilung, die wir nicht wollen, aber der Versuch sozusagen, Dublin auch wieder zu reanimieren, obwohl Dublin maustot ist. Ja. Es war ja schon geradezu ein Kuriosum aus der vergangenen Woche, als die Flüchtlinge über Slowenien dann kamen, Slowenien plötzlich ausgerufen hat, dass jetzt Dublin gilt und es deswegen so lange dauert, weil jeder einzeln erfasst werden muss. Fast schon eine Kuriosität, wenn jetzt sich jemand auf Dublin wieder beruft. Reinhard Bütikofer hatte sich gemeldet, Sie wollten das kommentieren. Der Beschreibung, was für eine Rolle da die Zivilgesellschaft spielt und dass die da Funktionen übernimmt, die man eigentlich von staatlicher Seite gewährleistet sehen wollte, kann ich mich ja eigentlich nur anschließen. Ich würde es aber trotzdem anders intonieren, weil es klang für mich jetzt ein bisschen so als Beschwerde. Und ich würde das mit viel mehr Stolz formulieren. Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, die in den Südstaaten das Wahlrecht erkämpft hat in den 60er Jahren für die Schwarzen. Das war eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die hat zum Teil unter erheblicher Verfolgung von Rassisten und Ku Klux Klan zivilgesellschaftlich, zum Teil religiös motiviert, Dinge gemacht, die man eigentlich nach dem Buchstaben der amerikanischen Verfassung von den Regierungen dieser Staaten hätte erwarten müssen, aber die haben nicht geliefert. Aber die zivilgesellschaftliche Bewegung hat dann eine neue Realität erkämpft. Und das wurde dann irgendwann zur Zeit von Präsident Johnson auch in entsprechende Gesetze gegossen. Und ich glaube, wir sind gerade an so einem Punkt, wo eine zivilgesellschaftliche Bewegung, deswegen rede ich von Stolz, eine neue Realität zu erkämpfen angefangen hat. Und das heißt natürlich nicht, dass es die Reaktionäre nicht mehr gibt und dass es die Orbans und die Ficos nicht mehr gibt und dass es die de Maizière nicht mehr gibt, der mal ganz locker vom Hocker im Spiegel erklärt, wenn dann halt irgendwie die Quoten voll sind, müssen die politischen Flüchtlinge zurückgeschickt werden. Die politischen Flüchtlinge wohlgemerkt. Ja? Der redet noch nicht mal, was sonst irgendwie der Usus wäre von den Wirtschaftsflüchtlingen, die man zurückschickt, sondern die politischen auch noch. Sozusagen, was ein offener Bruch ist mit dem Buchstaben des Grundrechts auf Asyl. Die sind natürlich noch da und der Kampf ist nicht entschieden und der Kampf ist nicht rum. Und es ist nicht so, dass jetzt die Staaten alle so funktionieren, wie das Amnesty und alle möglichen menschenrechtlichen Gruppen und wir gerne hätten. Und trotzdem hat sich die Realität verändert. Und in den Worten von Merkel hat sich das eben ein Stück weit niedergeschlagen. Ich finde, das ist ein außerordentlich bemerkenswerter Satz von einer Bundeskanzlerin, wenn man sich jetzt dafür entschuldigen müsste, dass man mitmenschliche Gefühle hat,
dann wäre das nicht mehr mein Land. Und die ist natürlich, da hat es in der CDU eine Art Putsch gegeben. Da hat es in der CDU einen ziemlichen Aufstand gegeben von Leuten, denen das alles viel zu weit ging. Und die haben sie ja zum Teil auch über die Medien ziemlich deutlich artikuliert. Und trotzdem ist es nicht gelungen, das in die alten Fässer zurückzuschütten und da wieder einen Deckel drauf zu machen. Und ich glaube, was wir jetzt machen müssen, ist einfach gucken, wie wir aus dieser Kraft die Regeln machen. Und da, das ist eine zweite Bemerkung, die ich machen will, da würde ich anders über Europa reden. Europa gibt es in der Flüchtlingspolitik, jetzt mal, ich weiß es, übertrieben zugespitzt, erst seit jetzt. Weil bis jetzt gab es in der Flüchtlingspolitik kein Europa, sondern nur eine Addition nationaler Egoismen. Und diese Entscheidung, wir müssen gemeinsam hier irgendwie eine Regelung finden, heißt, wir haben Europa. Wir sind nicht mehr nur der Ungar und der Deutsche und der Franzose und der Malteser. Jetzt erst fängt Europa an. Und ich finde, wir sollten die Sprache nicht einreißen lassen. Europa hat versagt, Europa macht es falsch, sondern es ist jetzt gerade die Chance, es europäisch richtig zu machen. Es ist nichts gewährleistet, aber das ist ein Fortschritt, dass wir die Chance jetzt haben. Die europäische Flüchtlingspolitik schlägt sich ja tief rein, auch in die Bundespolitik und auch in die Politik der Länder. Und wenn ich schon einen prominenten Vertreter der Grünen auf dem Podium habe, eine Frage muss dieser Tage ja gestellt werden. Heute Abend sitzt die Bundeskanzlerin oder heute Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Es wird verhandelt, unter anderem eben auch über die Frage, ob die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet wird. Boris Palmer zum Beispiel, ihr baden-württembergischer Parteifreund, hat sich sehr energisch für eine Ausweitung der Liste ausgesprochen. Letztes Jahr war noch sehr deutlich die Mehrheit der Grünen, gerade der Bundesgrünen, die Bundestagsfraktion dagegen. Kretschmann hat dann anders gestimmt. Wie sehen Sie das? Ist das was, wo man einen Grundsatz der Grünen über Bord wirft oder ist das eine Verhandlungsmasse? Also Boris halte ich eigentlich für einen Freund, aber das letzte Interview von ihm, das ich in der Taz gelesen habe, ist mir irgendwie quer im Hals stecken geblieben. Andererseits ist der Boris Palmer Oberbürgermeister von Tübingen und sonst nichts. Also den muss man vielleicht auch jetzt nicht zum Propheten machen. Es hat ein Papier gegeben, der Landesgrünen, also der Grünen, die in verschiedenen Bundesländern an Regierungskoalitionen beteiligt sind, Baden-Württemberg und alle anderen, und die haben sich gemeinsam gegen das Konzept dieser sicheren Herkunftsländer ausgesprochen, und zwar auf einer einfach pragmatischen Grundlage, dass sie gesagt haben, das bringt nichts. Guckt euch die Fakten an, lasst uns nicht ideologisch diskutieren, sondern guckt euch die Fakten an, das bringt nichts. Und was nicht hilft, soll man nicht machen. Ich finde, das ist eigentlich so die Haltung, mit der man an die Sache rangehen sollte. Wir sollen das machen, was hilft, und nicht das, was nichts hilft. Ich halte nichts von diesem System der sicheren Herkunftsländer. Ich bin aber, das muss ich dazu sagen, nicht sicher, dass dieses System, das es auf europäischer Ebene in der einen oder anderen Form gibt und das einige zum Beispiel gerne auf die Türkei ausgeweitet hätten, was ich für einen absurden, also selbst unter der Annahme, dass es überhaupt so etwas geben könnte, wäre es noch absurd, jetzt die Türkei ausgerechnet da zu benennen, ja. Aber ich bin nicht sicher, dass das verhindert werden kann. Und dann ist meines Erachtens der eine Punkt, wo für mich das die prinzipielle Grenze ist. Und das war im Europäischen Parlament in der letzten Plenarsitzung ziemlich deutlich artikuliert. Juncker hat gesagt, das Grundrecht, einen Asylantrag zu stellen, der individuell geprüft werden muss, ist nicht
zur Disposition zu stellen. Und der erste Vizepräsident Timmermans hat diesen entscheidenden Satz nicht gesagt. Das ist die Linie, wo da gekämpft wird. Und die einen wollen sichere Herkunftsländer als Lösung, die heißt, eine individuelle Prüfung des Asylanspruches ist damit beendet. Und an der Stelle, glaube ich, ist die entscheidende Grenze, die man ziehen muss. Karl Kopp hatte sich gemeldet. Ich bin auch kein Freund der sicheren Herkunftsländer. Aber ich wollte nur an einem Punkt nochmal von vorher kurz was sagen. Ich bin immer froh, also wenn so ist, passiert wahnsinnig viel in Europa an Initiativen. Und du hattest vorhin auch angesprochen, dass nachdem die Willkommensszenerie an den deutschen Bahnhöfen und österreichischen Bahnhöfen, wie viel Schwung es auch anderen Initiativen gegeben hat. Es gab in London eine Demonstration mit über 100.000 Menschen. In Dänemark auch? Ja, in Dänemark, in Barcelona, in ganz Europa hat sich was bewegt oder wurde es nochmal bestärkt. Also das ist alles schön. Die Beispiele, die ich so nur angerissen habe, sind eigentlich... Bei der Seenotrettung reden wir vom Recht auf Leben. Ja, wir reden noch gar nicht über Asyl, sondern Recht auf Leben. Und das andere, dieser Elendstross, ne, nicht weil die Menschen elend sind, sondern dass es elend war, so zuzuschauen, bei im strahlenden Sonnenschein die Leute durch Europa laufen zu lassen, was de facto war. Und dass da nur sozusagen Initiativen, Privatpersonen, zivilgesellschaftliche Gruppen in erster Linie das Überleben von einigen überhaupt sichern, das ist zutiefst irritierend. Und da würde ich sagen, 2015 im Club der 28 formalen Demokratien, dass diese Menschen dieses Martyrium durchlaufen mussten, ist unsäglich. Und es ist, auch wenn wir stolz sind auf die Initiativen, die sie unterstützt haben, aber auch, es ist trotzdem ein Riesenskandal, weil es geht um Basisrechte des Überlebens, die diesen Menschen eigentlich vorenthalten wurden. Das Taxi für Reinhard Budimhofer wartet schon, aber ich soll eine Antwort, ich würde das gerne. Eine kleine Notiz hinzufügen. Ich war vor einigen Wochen in Mazedonien an der Route und da habe ich einfach gesehen, dass von der mazedonischen Südgrenze, also mit Griechenland, an die Nordgrenze mit Serbien, die Flüchtlinge mit Zügen legal transportiert wurden. Und das Parlament dort hatte die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass das geschehen konnte, extra erst geschaffen, nachdem vorher das illegal gewesen wäre, die zu transportieren. Also das als kleine Anmerkung, es hat auch sozusagen nicht nur, es gibt einzelne Beispiele, die man auch positiv erwähnen soll. Ich würde sie deswegen gerne erwähnen, weil man denen Ehre geben muss, die so machen, wie man es eigentlich von allen erwarten sollte. Vielen Dank, Herr Bütikofer. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Wir werden die Diskussion mit Ihren Argumenten, wir werden Ihre Argumente aufnehmen in die weitere Diskussion. Sie sind sozusagen sinnbildlich noch, sitzen Sie an diesem Platz, auch wenn Sie schon auf dem Weg nach Helsinki sind. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, Bernd Kasparek, Sie verfolgen ja die Flüchtlingspolitik, die politischen Entscheidungen und insbesondere das Grenzregime schon seit vielen Jahren sehr aufmerksam. Wissenschaftlich auch im Netzwerk mit anderen Wissenschaftlern. Sie sind selber auch unterwegs gewesen, haben sich die Situation vor Ort angeschaut. Wie ist denn, wenn Sie heute zurückschauen, Ihre Bilanz? Wo stehen wir heute? Sie haben vorhin den Begriff des langen Sommers der Migration gebraucht. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss einfach hier nochmal kurz aufgreifen, was gesagt wurde, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Es stimmt nicht, dass es kein Europa in der Flüchtlingspolitik gäbe. Wenn man sich die Geschichte der europäischen Einigung anschaut, dann kann man eigentlich in diesem Jahr zum 30. Mal, jährt sich das Schengener Abkommen. Ich glaube, das Schengener Abkommen war einer der wichtigsten Prozesse für die europäische Einigung. Und dieses Schengener Abkommen hat natürlich
eine ganz bestimmte Flüchtlingspolitik zementiert und vorangetrieben, seit 30 Jahren jetzt. Man könnte wirklich sagen, es gibt seit 30 Jahren, es gibt einen 30-jährigen Krieg gegen die Flüchtlinge in Europa. Und in dieser Hinsicht gibt es sehr wohl ein Europa in der Flüchtlingspolitik, aber ein ausdrücklich sehr negatives. Und wenn sich das jetzt in diesem Jahr ändern würde, dann wäre das wirklich sehr schön. Ich bin da aber ehrlich gesagt ziemlich skeptisch daran. Weil wenn man, wir müssen das jetzt hier natürlich nicht in so ein Uniseminar ausbauen, was sozusagen 30 Jahre Europäisierung sind, aber ich glaube, was ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass was in diesem Sommer passiert, ist eigentlich nicht eine Flüchtlingskrise, auch wenn Karl das alles richtig beschrieben hat und ich das auch genauso sehe, aber was wir doch eigentlich sehen, ist ein Zusammenbruch der europäischen Institutionen, die über die letzten 30 oder noch verstärkt über die letzten 15 Jahre aufgebaut worden sind seit dem Vertrag von Amsterdam, und die sind alle in diesem Sommer plötzlich verschwunden. Und das ist erschreckend, auch ein bisschen, man steht auch ein bisschen mit Staunen davor. Und das, was ich sozusagen daran sehen würde, ist, eigentlich ist es eine Entwicklung, die seit fünf Jahren schon in Europa geschieht und auf die Europa in diesen fünf Jahren überhaupt nicht reagiert hat. Also das, was vorhin gesagt wurde, diese Reaktion auf Lampedusa, auf das Sterben, das stimmt, wenn man sich sozusagen anschaut, die Krokodilstränen, die in Brüssel vergossen worden sind und was dort alles versprochen worden ist. Ja, Cecilia Malmström, die damalige Innenkommissarin, war auf Lampedusa und hat gesagt, Europa muss jetzt was anders machen. Ähnliche Zitate findet man eigentlich vom gesamten Spitzenpersonal. Dann wurde diese Taskforce Mediterranean gegründet, die jetzt sozusagen Politikvorschläge machen soll. Das ist alles im Sande verlaufen. Wir haben also seit 2013 da überhaupt keine wirklichen Änderungen gesehen. Das Einzige, was tatsächlich passiert ist, und ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Moment in dem, was in Europa passiert ist, ist natürlich diese Operation Mare Nostrum, als die italienische Regierung ausgeschwenkt ist aus diesem nun 30-jährigen Konsens und gesagt hat, nein, ambivalent, doch, aber trotzdem, zum ersten Mal geht es erst einmal darum, Leben zu retten, und die ganze Frage des Grenzschutzes, der illegalen Einreise, der irregulären Grenzüberschreitung, diese ganzen Fragen, die sozusagen in Europa seit den Schengener Verträgen immer ganz vorne gestanden sind, das stellen wir jetzt mal hinten an. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment. Wo stehen wir denn heute? Also wenn Sie blicken auf die Ratsbeschlüsse von gestern Abend, ist das ein Markstein, wie Reinhard Bütikofer sagt, dass Europa sich da versucht, jetzt auf eine andere und möglicherweise sogar stärker an humanitären orientierte Linie zu verständigen? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, Renzi, der sozusagen ja selber verantwortlich ist für Mare Nostrum, der italienische Premierminister, der hat es ja auf die schöne Formel zusammengebracht: Hotspots, Relocation und Abschiebung. Das sind sozusagen die Elemente. Keins von diesen Elementen ist in irgendeiner Art und Weise neu, würde ich sagen. Diese Hotspots, ich weiß auch gar nicht, wie man sich das vorstellen will. Was soll das denn bedeuten? Also, wenn wir rein zahlenmäßig darüber reden, würde das ja bedeuten, Lager für Hunderttausende von Menschen in Griechenland aufzubauen. Und dann kommen aber die ganzen nächsten Fragen dazu rein. Wir hatten vorhin schon kurz drüber geredet, aber das sind Verwaltungsakte, die dann sozusagen geschehen. Ja, da werden Leute kategorisiert. Schutzbedürftige Asylsuchende. Illegale Einreise, sozusagen Schutzbedürftige aus anderen Gründen, das ist diese Idee, man will die Leute sozusagen in verschiedene Schubladen darin kategorisieren. Kann ich dagegen klagen? Kann ich dagegen klagen von einem griechischen Gericht? Oder, ich meine, die Kommission pusht es ja gerade total. Nein, das muss ein europäisches Asylsystem sein. Okay, also der EuGH macht eine Filiale in Athen auf, dann klage ich sozusagen da. Ja, oder was ist, wenn dort Asylverfahren durchgesetzt werden? Kriege ich dann einen europäischen Flüchtlingsstatus? Das ist sozusagen, gibt es einen Weg in die europäische Staatsbürgerschaft rein, die sozusagen losgelöst ist von der nationalen Staatsbürgerschaft? Wäre, glaube ich, eine schöne Idee, darüber könnte man wirklich diskutieren, weil es nochmal ein anderes Europa von unten bedeuten würde, eine andere Form der Inklusivität. Aber mal ganz ehrlich, das wird doch in einem Europa, was so fragmentiert in Nationalstaaten gerade ist, niemals passieren. Und ich glaube, dieser ganze Einsatz der Kommission, den man gerade so erlebt, diese sehr politische Juncker-Kommission, die sich komischerweise gerade dem Migrationsthema so verschrieben hat, und ich glaube, darüber wirklich versucht, das europäische Projekt in Richtung
eines Bundesstaates zu führen, darüber zu sagen, nein, wir brauchen jetzt eine europäische Flüchtlingspolitik, wir brauchen einen europäischen Grenzschutz, also ja, Insignien der Souveränität, die sich die Kommission da aneignen will, die jetzt nach Jahren und vielen Jahren irgendwie plötzlich 40 Vertragsverletzungsverfahren einleitet, wegen Verstößen gegen Asylrichtlinien auf europäischer Ebene. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das wird sich darin zerreiben. Gegenvorschlag. Ja, ich wollte das gerade auch dazu sagen, ich würde gern auch das, die, sozusagen die Diskussionsrunde öffnen. Wenn Sie Beiträge haben oder Fragen haben an das Podium, können Sie mir gerne ein Zeichen geben, das nehme ich gerne auf, aber ich nehme den Zwischenruf auch gerne auf. Wie sieht Ihr Gegenvorschlag aus? Ich meine, der Gegenvorschlag ist ja eigentlich unterwegs. Wenn wir, was ich sozusagen sehr spannend finde an der ganzen Entwicklung, und das wollte ich sozusagen, ich glaube, man muss noch einen Schritt weiter zurückgehen als 2013 mit Mare Nostrum. Man müsste eigentlich nochmal nach 2011 gehen, in den sogenannten arabischen Frühling und in die demokratischen Aufstände, die damals losgegangen sind. Wir haben 2015 nämlich eine Konjunktur, wo viele von diesen Entwicklungen, die damals angefangen haben, eigentlich wieder zusammenkommen. Syrischer Bürgerkrieg, klar, darüber muss man nicht reden. Vielleicht nochmal präziser gesagt, es ist ein zweiter demokratischer Aufbruch, der gerade stattfindet. Die Menschen, die sich auf den Weg machen, das wurde gerade auch so richtig schön gesagt, hier wird ein Recht erkämpft und hier wird Europa erkämpft, ein Europa, wie sich, glaube ich, die meisten Leute von uns vorstellen. Das ist sozusagen eine ganz direkte Folge, die da gerade passiert. Wenn man sich den Marsch von Budapest nach Österreich anschaut, der war organisiert. Ja, das war, da gab es einen Zusammenhalt. Es waren nicht einfach Leute, die losgelaufen sind als Masse, sondern es war sozusagen Leute, die aus einer brutalen Konfrontation mit einem brutalen Regime, nämlich in Syrien, geflohen sind und gesagt haben, nein, aber diesen politischen Kampf, den setzen wir auch in Europa fort, wenn wir auch hier um unsere Rechte kämpfen müssen. Die zweite Konsequenz, und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, aus dem arabischen Frühling ist, der Europäischen Union sind ihre gesamten Kooperationspartner abhanden gekommen. Das, was man gerade noch diskutiert, kann man mit der Türkei oder nicht, kann man mit Erdogan oder nicht, das hatte man ja jahrelang im Mittelmeer gemacht. Es gab die Zusammenarbeit mit Gaddafi, es gab die Zusammenarbeit mit Ben Ali in Tunesien. Das ist alles 2011 gescheitert. Und der dritte Punkt ist, der sozusagen noch dazu kommt, Europa hat sozusagen, oder das europäische Grenzregime hat das Problem, dass es halt doch diese Menschen- und völkerrechtlichen Normen gibt in Europa und die über die letzten Jahre durchgesetzt worden sind. Also Etienne Balibar würde sagen, es gibt eine Demokratisierung der Grenze und das hat sich in verschiedenen wichtigen Entscheidungen durchgesetzt, aber die beiden wichtigsten, würde ich sagen, sind einerseits die Hirsi-Entscheidung, die eben gesagt hat, nein, Rückschiebungen auf hoher See funktionieren nicht, das geht nicht, was in der Konsequenz, würde ich sagen, in Mare Nostrum gemündet hat, und natürlich die ganze Rechtsprechung zum Dublin-Regime, dass man nicht einfach in Europa sagen kann, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass überall ein gleiches Asylsystem existiert in jedem Staat der Europäischen Union. Wir gehen einfach mal davon aus, dass die Rechte von Asylsuchenden überall respektiert werden und dann können wir auch Leute durch die Gegend schippen. Und das, was sozusagen mein Gegenvorschlag ist, und der hat schon längst angefangen, dass Leute anfangen, um ihre Rechte zu kämpfen und darüber effektiv eine neue Diskussion gestartet haben, was es eigentlich bedeutet, in Europa zu sein, Bürger von Europa zu sein, zu werden, zu kommen und womit das verbunden ist. Deswegen vorhin auch nochmal diese Abgrenzung dazu, weil diese Vision von der Europäischen Kommission, wir zentralisieren Europa jetzt, eine Europäisierung von oben, so kann es nicht funktionieren. Ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass es immer, nicht immer diese starke Rollenverteilung, staatliche Stellen, nichtstaatliche Organisationen gibt, sondern gerade in der Auseinandersetzung mit Dublin zum Beispiel Gerichte zum Teil eine sehr produktive Rolle gespielt haben, um das voranzubringen, was da diskutiert werden muss. Wir sind im Grunde jetzt schon bei der Frage nach Alternativen, nach dem, was geschehen muss. Sie haben vorhin schon angesprochen, im Grunde das Thema legale Zuwanderungswege, wie verhindert man es, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel in der Türkei nach Europa wollen, auf ein Schiff gehen müssen, sich in Lebensgefahr bringen müssen. Haben Sie da eine eigene politische Vision, wie das aussehen könnte, oder gehen Sie von der humanitären Frage aus und sagen, die Menschen, die stehen jetzt da, denen muss irgendwie geholfen werden? Also gibt es da sozusagen eine konkrete Position von Ihnen oder auch von Watch the Man?
wenn es die Frage ist, wie man das reglementieren soll und wie man das verregeln soll, dann würde ich sagen, sind wir da die falsche Adresse. Dann würde ich sagen, was wir über die Jahre gemacht haben, ist an der Stelle zu stehen, wo die Menschen stehen, die um dieses Europa kämpfen. Wenn wir mit dem anderen Netzwerk, mit dem wir auch das Alarmphone maßgeblich mitgegründet haben, uns explizit Welcome to Europe genannt haben, dann haben wir das nicht getan, weil wir in Europa von oben wollten, was Regeln dafür schafft, wie sichere Wege nach Europa zu erreichen sind, sondern haben wir das gemacht, weil wir der Auffassung waren, dass Europa diejenigen sind, die jetzt und heute hier sein und hier sein wollen. Und das ist das, was wir, denke ich, damals, als wir das angefangen haben auf Lesbos in den ersten Begegnungen mit Leuten, die gerade eben angekommen waren und die ihren ersten Fuß auf europäischen Boden gesetzt haben und das ein Zusammenkommen war in einem gemeinsamen Kämpfen gegen dieses Grenzregime von Leuten, die bereits in Europa waren, von Leuten, die gerade ihren Fuß da reingesetzt haben. Ich glaube, in dem Moment ist was passiert, was ein Stück weit auch diese Kategorien gesprengt hat. Es war in dem Moment nicht mehr zentral wichtig, in welche Kategorie derjenige gehört, der jetzt vor uns steht. Ob das jemand ist, der aus Afghanistan kommt oder aus Syrien, ob das jemand ist, der aus Marokko weggegangen ist. Die Gründe waren total vielfältig und ich glaube, das ist für uns in dem Bewegen da drin ein total wichtiges Element gewesen, zu sagen, in dem Moment, wenn wir uns in eine Gesellschaft bewegen wollen und wenn wir uns als Gesellschaft zusammen bewegen wollen, dann gehören die dazu, die da sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Wechselspiel in der Frage nach Verregelung. Ich glaube, die Frage, wer soll denn dann kommen dürfen, wo wird das entschieden, wie sieht so ein sicherer Korridor aus? Ich glaube, für uns stellt sich die auf einer bestimmten Ebene nicht, sondern für uns ist es eher eine Frage von offenen Grenzen und von einem offenen Zugang, der einfach gegeben sein muss für diejenigen, die das fordern. Ich glaube, das ist unsere Position. Spielt denn dabei das, was Reinhard Bütikofer jetzt so euphorisch formuliert hat, nämlich zivilgesellschaftliches Engagement zu zeigen, das eben auch Druck ausübt auf die Institutionen und dass Veränderungen in der Politik, in der großen Politik zur Folge hat, spielt das auch eine Rolle bei dem Engagement? Natürlich, das spielt eine total große Rolle. Wir träumen vielleicht viel, aber wir sind ja nicht Träumerinnen den ganzen Tag, sondern wir erkämpfen jeden Tag die kleine Lücke. Und das haben wir in allen Jahren immer auf allen Ebenen gemacht. Das ist, also egal wie groß die Kritik ist und egal wie sehr wir sagen müssen, wir haben es hier mit einem tödlichen Grenzregime zu tun, haben wir trotzdem auch jeden Tag die Erfolge auf einer kleinen Ebene gehabt. Alleine, dass wir beide hier zusammen sitzen können und zusammen dieses Projekt machen können, das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir den Regeln gefolgt wären. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir darauf gehört hätten, dass mit eurer Duldung ihr niemals hier bleiben könnt. Und ich glaube, das haben wir uns ein Stück weit erkämpft. Und ich glaube, es ist auch ein Netzwerk, was davon lebt, sich genau dieses erkämpft zu haben, dieses eben zusammen die Dinge angehen zu können. Und ich glaube, damit sind wir an dieser Frage irgendwie, wie soll dieses Europa aussehen? Und wer gehört dazu? Sie spielen jetzt darauf an, das versteht vielleicht nicht jeder, dass Nevros Duman lange darum kämpfen musste, hier mit ihrer Familie Aufenthaltsrecht zu haben und in der Familie, die aus Kurdistan kommt, und dann eben endlich glücklich irgendwann diese Aufenthaltserlaubnis erhalten hat. Ja, nach erkämpft hat. So, genau, das zur Erklärung. Ja, bevor ich Karl Kopp was frage, nochmal das Signal an Sie. Wie gesagt, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie einen Beitrag haben, geben Sie mir ruhig ein Zeichen. Wir diskutieren über Alternativen, über das zu dem, was da auf europäischer Ebene beschlossen oder zum Teil auch nicht beschlossen wird. Wie sehen vernünftige legale Zugangswege aus, wie Sie sich Pro-Asyl vorstellen? Ja gut, ich meine, legale gefahrenfreie Wege heißt, dass ich nicht an der Grenze zurückgewiesen werde, dass ich einfach über die Grenze gehe. Wenn ich mit meinem Pass aus der Türkei komme, im Evros-Gebiet in Griechenland ankomme, ist es ein idyllischer Grenzübergang, das kostet 5 Minuten Fußweg und es ist kein Problem. Also es geht nicht nur um Grenzen, sondern dass die Leute die Grenzen passieren können. So, da weist man sie nicht zurück. Da gibt es die Standardgeschichten, die heute diskutiert werden. Humanitäre Visa, Resettlement, also dass man
Kontingente sozusagen aus der Herkunftsregion aufnimmt, humanitäre Aufnahmeprogramme, das so Injury Settlement. So, es gibt ganz viele und ganz klar, das kann, glaube ich, kann man schon sagen, darum muss man kämpfen. Man muss, wenn man das Grenzregime kritisiert, muss man halt über die Visumspflicht, also das Visa-Regime diskutieren. Was für uns selbstverständlich ist, in vielen Teilen der Welt einfach einzureisen, ist anderen vorenthalten. Und das führt dazu, dass wir eben, du hattest es erwähnt, das ist das Schengen-Regime. Freizügigkeit nach innen, keine Grenzkontrollen, steht heute zur Disposition, aber nach außen hat man zwei Drittel der Welt sozusagen abgehängt. Ja? So. Und das muss man überdenken, das würde es heißen, also ich glaube, das kann man auch formulieren damit. Weil in der Flüchtlingssituation ist es doch eher irritierend gewesen, dass bis zu diesem Jahr, obwohl 2 Millionen in der Türkei schon leben, obwohl die Not im Bürgerkriegsland Libyen mittlerweile so groß ist, dass erst in diesem Jahr so viele kamen. So viele und trotzdem vergleichsweise wenig. Und in den letzten Jahren, Marion hat es schon angedeutet, ich glaube, du weißt es, wurden viele abgedrängt. Auf dem Seeweg, in der Ägäis, Pushback, zurückgeprügelt. Und in dem Jahr ging das halt nicht mehr. Jetzt haben wir, ich glaube, mittlerweile haben wir fast 500.000 Bootsflüchtlinge. Italien, zentrales Mittelmeer und Ägäis. Ägäis 350.000. Das drückt ja aus, was hier alles schief läuft. Wieso gehen die Menschen auf die Boote? Wieso müssen die alle ihr Leben riskieren? Und da wäre halt mit diesem, wenn du einfach Menschenrechtsstandards einhältst an der Landgrenze, kannst du die nicht zurückprügeln. Punkt. Ja, dann können die Leute von Edirne trockenen Fußes nach Griechenland und noch besser wäre, dass sie direkt fliegen könnten, hätten wir die ganze Dublin-Zufälle, den geografischen Zufall nicht mehr. Ich verstehe sie nicht. Dann hätten wir endlich eher auf dem Flughafen in Frankfurt. Ne? Ja, zum Beispiel. Ne? Oder wie die Leute reisen, das kann man dann schon sehen, je nach Entfernung. Das sind sie Schwachsinn, aber gut, so ist das Leben. Verschiedene Meinungen, das ist ja, sie haben ja gefragt, was sind die Gegenvorschläge? Wie kann ich das Sterben beenden? Im Mittelmeer und in der Ägäis, dann ist es ein Aspekt, dass die Leute diese Wege nicht mehr gehen müssen. So. Drängt sich die. Wir haben sozusagen, da hat man den Anschluss an die Diskussion von der vergangenen Woche. Wie gehen wir mit den Menschen um, die hierher kommen? Was gibt es für Möglichkeiten, sie aufzunehmen, sie unterzubringen, ihnen Zugang auch zur sozial-kulturellen Teilhabe zu geben, Arbeitsmarkt, Bildung und so weiter? Man sieht, dass im Moment die Politik da große Schwierigkeiten hat mit den Zahlen von Menschen, die ankommen. Ist das ein realitätstauglicher, ist das ein vernünftiger Vorschlag? Offene Grenzen, Visumsfreiheit, ist das sozusagen was, was dann auch politisch zu bewältigen ist? Ja, ich denke, es sind alles sehr allgemeine Vorschläge, die auch in der Diskussion sind. Es ist momentan die Situation, dass die Leute werden kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie haben im 5. Jahr des Krieges werden syrische Flüchtlinge kommen. Wir dürfen nicht nur über syrische Flüchtlinge reden, wir dürfen die anderen nicht vergessen. Ja? Aber es gibt bestimmte Ecken, wo einfach nichts mehr geht. Und dann geht man in die Nachbarregion Europa. Das gilt für zahlreiche Konflikte. Das gilt auch mit Verschiebungen auch aus Afghanistan, das gilt für eritreische Flüchtlinge etc. Und das ist einfach eine Realität. Und jetzt kann man sich entscheiden, ne, politisch, in welchem Zustand sollen sie ankommen? Ja, Leben oder Tod? So. Und wenn man sich fürs Leben entscheidet, sollte man es legal ermöglichen, organisieren und nicht diesen Wahnsinn betreiben. Das ist erstmal der Ansatz. Es ist immer noch so, dass Europa oder der Club der 28 plus der anderen Dublin-Staaten relativ wenig abgekriegt hat, sozusagen von den Friktionen in der Nachbarregion. Das fängt jetzt erst an. Weil Europa gedacht hat, wir könnten weit, also wir sind Zaungäste, wir sind auf einmal alle überrascht, dass es jetzt kommen, auf einmal kommen die wirklich hier an. Ja? In irgendeiner größeren Anzahl als 3% des Gesamtkonfliktes. Und dann sind alle überrascht, das Führungspersonal sagt, aber
Avramopoulos, Kommissar, wir sind alle überrascht, dass die Flüchtlinge jetzt in dieser Anzahl kommen. Das sagt auch zum Teil der Innenminister, wo man sich sagt, okay, abgesehen von deren Politik, auf welchem Planeten leben die? Also es war relativ einfach zu sehen, dass es geschehen wird. Ja? Und das ist jetzt eine Gestaltungsebene, die also noch keinen Notstand auslösen, aber, ja, aber wir haben eine Notstandsrhetorik in vielen Teilen Europas. By the way, es gibt Staaten, die reden von Notstand, die haben keinen einzigen Flüchtling aufgenommen. Ja? Die Hälfte des Clubs ist eigentlich raus aus der Nummer und die anderen, dann haben wir eine ganze Reihe Transitstaaten, die auch sagen, wir sind überfordert, dabei machen sie bestenfalls einen Transit auf, nicht mal einen humanitären Transit, Stichwort Ungarn. Und dann gibt es ein paar Staaten, die das gestalten müssen, die praktisch auch für die Integrationsperspektive zuständig sind. Die stehen jetzt vor einer Herausforderung, vor einer historischen Herausforderung. Ich habe jetzt ein paar Wortmeldungen. Sie in der ersten Reihe, die erste, dann der Herr in der zweiten Reihe. Und da habe ich eben noch eine Wortmeldung gesehen bei Ihnen. Genau. Also ich kenne mich jetzt im europäischen Raum nicht besonders gut aus, sondern kenne jetzt nur so die grundlegenden Dinge aus Deutschland. Aber wenn ich höre, an sich bin ich für die Grenzöffnung. An sich bin ich eindeutig gegen die Schlepper. Aber was die Frage für mich stellt, wenn die Leute hier legal einreisen, lebend einreisen, ja, dann ist aber trotzdem die Frage, wo ist Raum für sie? Also wenn ich in meiner Heimatstadt hatten wir kürzlich eine kleine interne Runde, wo auch über das Flüchtlingsheim dort geredet wurde. Es sind nicht besonders viele Flüchtlinge dort, aber die Zustände in diesem Flüchtlingsheim sind teilweise miserabel. Es ist mitten im Wald, es ist eine kleine Stadt, es gab trotzdem schon zwei Anschläge auf das Flüchtlingsheim, keine Toten oder sonst was, aber trotzdem. Und da frage ich mich, klar, ich bin für die Grenzöffnung, ich bin für die legale Einreise der Flüchtlinge, aber man muss auch einen Raum haben, um sie irgendwo unterzubringen. Und zwar gut unterzubringen, weil nur hier anzukommen und dann doch auf der Straße zu stehen, bringt ja auch nichts, oder? Sagen Sie kurz was dazu. Ja. Wovor haben Sie denn extra jetzt nicht verstanden, weil in einem Land mit 80 Millionen Menschen haben Sie Angst, dass 400.000 Flüchtlinge hierher kommen und für Nein. die kein Raum ist? Oder wovor haben Sie Angst? Also ich habe, ich glaube schon, dass der Raum da ist, aber sie müssen halt richtig versorgt werden, die Leute. Und ich glaube einfach, dass das zwar schon versucht wird, aber dass die Politik da erstmal sozusagen ansetzen muss und erstmal sozusagen wirklich legal sagen muss, dieser Raum ist jetzt für Flüchtlinge, damit sie dort versorgt werden können und nicht einfach auf Bahnhöfen in Containern oder sonst wo landen erstmal. Weil das hilft zwar, dass sie lebend hier sind, legal hier sind, aber nach dem Trauma, das sie erlebt haben, was sie auch von anderen schon gehört haben, reicht nicht. Ich glaube, die Frage nach Unterbringung ist eine Frage generell nach sozialer Wohnungsbau. Das ist nicht die Frage der Flüchtlingsproblematik oder die Zahlen, sondern soziale Wohnungsbau. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, während man sich so sehr auf die Zahlen konzentriert hat, hat man total, oder was an den Außengrenzen passiert, hat man es total vernachlässigt, was gerade eigentlich in Deutschland passiert, dass nämlich dieses Jahr die zweite Asylrechtsverschärfung kommt und heute die wieder getagt haben und heute noch mehr Verschärfungen beschlossen wurden. Nämlich, dass sie wieder 6 Monate in den Erstaufnahmelagern bleiben müssen, dass sie keine Taschengeld mehr bekommen, sondern wieder Essenspakete, wieder, dass es wird gegessen, was vom Amt kommt, mehr gibt es nicht. Und es soll wieder Arbeitsverbote geben und es soll wieder Schulverbote geben. Die Jugendlichen, die mit über 16 sind, die nämlich nicht keine Schulpflicht mehr haben, sollen nicht mehr in die Schule gehen. Die kriegen ein Verbot. Die dürfen nicht mehr auf weiterführenden Schulen gehen. Weder Realschule noch Gymnasium noch Studium. Und das ist das, was gerade vernachlässigt wird, weil die deutsche Regierung es wunderbar schafft, Notstand, eine Situation, also ob wir gerade in Notstand sind, herzustellen, indem sie von einem Ort in den nächsten Züge voll mit Flüchtlingen schickt, obwohl das eigentlich gar nicht sein muss, weil die Leute gehen sowieso weiter. Wir begrüßen seit einer Woche in Hanau ungefähr 3000 Flüchtlinge.
Wie viele sind geblieben? 200 sind gerade noch da gewesen. Vielleicht heute 500. Ja? Die meisten sind aber weg. Nee. Der hat jetzt weiter. Das wäre ganz nett, wenn Sie sich kurz vorstellen würden und falls Sie von der Organisation sind, das da auch noch dazu sagen. Marcel Pokolani von der IEF, Junge Europäische Föderalisten. Wir stehen für den europäischen Bundesstaat, den der Herr Kasparek angesprochen hat. Und da möchte ich auch gleich anknüpfen. Ich habe mich ein bisschen über Ihre Kritik gewundert. Jetzt verstehe Sie auch nicht so ganz an der Europäischen Kommission. Weil genau das, was die Kommission ja macht, ist aus meiner Sicht zumindest ja genau das, was notwendig ist. Nämlich, also aus meiner Sicht hat die Vergangenheit gezeigt, dass wenn Nationalstaaten versuchen, europäische Probleme zu lösen, dass es genau dann scheitert. Und ist nicht genau das, was die Kommission momentan macht, der richtige Weg, nämlich zu versuchen, für europäische Lösungen, dass sich auch europäische, etwa für europäische Probleme, sich auch europäische Lösungen zu finden. Also ne, beispielsweise diese Frage in der Vergangenheit, wenn Deutschland gesagt hat, na, sollen sich mal irgendwie Griechenland und Italien und wer auch immer Malta wie drum kümmern, ist ja nicht bei uns. Und jetzt in der Situation, wo andere Staaten wie Ungarn sagen, na, soll sich mal Deutschland drum kümmern, genau das zeigt doch, dass die Nationalstaaten, wenn sie auf ihren nationalen Interessen beharren, dass das eben nicht funktioniert. Dass man da eben eine Stärkung tatsächlich der europäischen Ebene braucht. Und ist nicht nämlich genau das die Lösung. Also Sie haben das so negativ, habe ich so verstanden, konnotiert beschrieben, dass die Europäische Kommission jetzt versucht, Kompetenzen an sich zu ziehen. Aber geht es nicht genau darum, also auch gerade wenn es um die Verhinderung oder um die Bekämpfung der Ursachen geht, also Stichwort gemeinsame Außenpolitik, das kann ja nur tatsächlich effektiv sein, Fluchtursachen zu bekämpfen, wenn Europa da mit einer Stimme spricht und auch sozusagen aus einem Guss quasi handelt und nicht mit den 28 Nationalstaaten. Also deswegen verstehe ich nicht so ganz Ihre Kritik und sozusagen auch in dem Zusammenhang, Sie haben gesagt, jetzt wird die Kommission aktiv. Also zum einen, wir hatten natürlich jetzt, ich sag mal, den Regierungswechsel, also wir haben eine neue Kommission und zum anderen hat ja auch die Vorgängerkommission immer schon Vorschläge vorgelegt, die in diese Richtung gingen, weil sie in einem europäischen Interesse gedacht hat, nur gescheitert ist es dann ja letztendlich an den Nationalstaaten, die im Rat das Ganze blockiert haben. Also von daher, wenn Sie da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen können, die Position erschien mir jetzt nicht so ganz folgerichtig, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, also mein Problem ist, dass ich diese Frage, dass ich diese... Hallo? Ah ja. Es ist sozusagen eine technische Frage. Sozusagen nach einer, wie ist Europa verfasst? Mein Problem ist damit, dass ich dieser Kommission und sozusagen den Kräften, für die sie steht, nicht anvertrauen würde, dass sie so eine Frage wie die Migration auch angemessen behandeln kann. Das Problem ist einfach, und das hat aber viel mehr mit dem europäischen Projekt im Ganzen zu tun, als nur mit so einem engen Ausschnitt in der Migrationspolitik. Aber so wie Europa zurzeit verfasst ist, gibt es einfach ein totales Auseinanderdriften innerhalb der EU. Das könnte ich jetzt sozusagen, wenn wir im Feld bleiben wollen, da könnten wir einfach über Dublin reden. Das war sozusagen ganz klar darauf angelegt, dass es ein Wettrennen nach unten gibt, also dass die Staaten am Rand, die sozusagen per Dublin zuständig wären, immer schlechtere Asylstandards haben. Und wo es dann sozusagen auch ironisch ist, wenn Günther Oettinger sagt, oh, wir brauchen jetzt auch so schlechte Asylstandards, damit Deutschland nicht mehr so... Nee, sozusagen, aber da gibt es ein totales Auseinanderdriften. Oder einstimmig beschlossen. Ja. Also da gibt es ein Auseinanderdriften. Und ich glaube, dieses Auseinanderdriften gibt es in Europa im Ganzen. Weil es gibt ja noch sozusagen das zweite große europäische Thema in diesem Sommer. Und das ist natürlich die ganze Griechenland-Krise. Und darin hat die Kommission aber auch eine ähnliche Rolle gespielt. Sozusagen die Disziplinierung von dem ganzen Staat. Und ich finde, was da passiert, das war zutiefst undemokratisch. Und das war brutal. Das war eine Kolonisierung von einem Staat am Rande Europas. Und ich glaube, und das driftet in diese Richtung. Und eine Kommission, eine Juncker-Kommission, aber auch eine Schulz-Kommission, hätte sich meiner Meinung nach ganz genauso verhalten. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie wir Europa verfasst haben wollen, ich glaube, dann müssen wir nochmal über ganz andere Sachen reden. Nämlich, gibt es eine Möglichkeit für Wachstum für alle Regionen? Oder setzen wir dieses Modell von Binnenmarkt mit ein paar exportstarken Staaten und anderen Staaten, die sozusagen schwach sind, fort? Weil das zieht sich dann alles mit rein. Ich verstehe das zum Beispiel vollkommen, dass Bulgarien argumentiert, wie soll das funktionieren mit europäischen Asylstandards, sozusagen was alles für Flüchtlinge gegeben sein muss, was sozusagen wie viel Geld ausgegeben werden muss. In Bulgarien
wo die Löhne sowas von unterirdisch niedrig sind, macht das natürlich total viel Sprengkraft auf. Aber das macht es genau, glaube ich, klar. Wenn wir über Migration reden, reden wir über das Soziale, dann reden wir über Gesellschaft. Und wenn wir über Gesellschaft in Europa reden, dann müssten wir uns, glaube ich, nochmal ganz andere Sachen anschauen. Deswegen nur die Frage zu sagen, wir brauchen eine stärkere Kommission, die sozusagen gewisse Sachen durchsetzen kann, das wird nicht funktionieren. Weil auch die Kommission wird nicht dekretieren können, dass in Bulgarien ab jetzt auch ein Mindestlohn von 8,50 Euro gelten muss. Das gibt die wirtschaftliche Entwicklung in Europa einfach nicht her. Vielleicht ist auch die Kontroverse gar nicht kontrovers, so kontrovers, wie sie aussieht, weil die eine Frage ist, glaube ich, unumstritten, dass europäische Projekte am besten von einer starken europäischen Kommission durchgesetzt werden können. Es geht aber auch darum, welche Politik sie dann macht, ob sie eben die richtige oder die falsche macht. Und da ist möglicherweise dann auch der Streit eher anzusehen. Ihre Grundrichtung, dass man sagt, wir brauchen eine europäische Lösung, die teilen wir schon, seitdem wir über das gemeinsame Asylrecht reden, 1999. Aber jetzt schauen Sie sich nur ein Beispiel, jetzt, Bernd hat es erwähnt, wird ja irgendwie, kommen jetzt 40 blaue Briefe irgendwie, ne, an Vertragsverletzungsverfahren. So. Wie viele Jahre hat die Kommission in dem Bereich, bei schwersten Menschenrechtsverletzungen, als Hüterin der Verträge, genau das nicht gemacht? Eine neue Kommission. Ja, wir reden jetzt von einer Europakonzeption. Ich bin oft dafür, wenn man Europa ernst nimmt, geht es um Souveränitätsrechte, die man abgibt. Viele sagen, Sinnigkeitsgemeinschaft, Sozialstandards, andere Geschichten, ist ein Problem. Aber wenn, dann muss man auch knallhart das verfolgen. Und die Kommission hat massiv versagt. Bei schwersten Menschenrechtsverletzungen, dass sie nicht in der Lage war, Vertragsverletzungsverfahren auch vor der Finanzkrise in unserem Bereich knallhart durchzusetzen. Die gesamte Europäische Union, letzter Gedanke, hat nicht mal geschafft, Verstöße, Artikel 2, EU-Vertrag, wo die ganzen Grundfreiheit, Europa schützt die Menschenrechte, die Minderheitenrechte und drin steht, hat es nicht geschafft, einmal ein ordentliches Verfahren überhaupt einzuleiten, um zu sagen, Herr Orban, Schluss jetzt. Du kriegst dein Stimmrecht. Ja, das frieren wir ein. Das wird vielleicht nicht funktionieren von der Mehrheit, aber nicht mal eingeleitet wurde es in dem Bereich, wo es um Flüchtlings- und Menschenrechte, um elementare Rechte geht. Und da muss sich Europa die Institutionen auch fragen, wie ernst nehmen sie ihre eigenen Verträge und ihre Hüterinnenrolle. Sie sind der Nächste, der das Mikrofon jetzt gereicht bekommt und dann die Dame in der dritten Reihe. Ja, mein Name ist Norbert Sassmannshausen, ich vertrete keine Organisation. Ich denke aber, dass in der Diskussion ein bisschen deutlich geworden ist, gerade auch mit Ihrem Appell nochmal auf die Institutionen oder die Kritik, dass es ja ein Defizit gibt, was ja auch in der Diskussion angesprochen ist, eigentlich die Träger des europäischen Gedankens können nicht über die Institutionen oder die Staats- und Ministerpräsidenten sein oder der Regierungschefs sein, sondern eigentlich das, was durch Sie mitrepräsentiert ist, aber natürlich auch durch Sie, Herr Koch, nämlich die Gesellschaft selber. Das heißt, wenn ich jetzt einen großen historischen Bogen schaffe, die französische Revolution, die bürgerliche Revolution, wie sie in Frankreich 1789 begann mit einem Marsch der Pariser zum Schloss des Königs. Das heißt, da wurde auch ein Marsch, wenn man so will, der nicht vorgesehen war in keiner Institution. Es war nicht einfach nur die Ständeversammlung, die aufgerufen war, quasi dem König Vorschläge zu machen, sondern das Volk setzte sich in Bewegung. Und das ist das, was wir eigentlich, glaube ich, seit der europäischen Einigung nicht bisher haben. Also eine europaweite Bewegung um Themen, um Fragestellungen, wie wollen wir das Europa, was wir sind, wir fühlen uns sicherlich in dieser Runde alle als Europäer, aber wodurch drückt sich das aus? Nicht einfach nur in einem Gesetzestext oder in einem Abkommen, Schengen, Dublin und so weiter. Das ist doch nicht, warum ich Europäer mich als Europäer fühle, sondern weil ich diese Reisefreiheit, ein Ergebnis bestimmter Sachen, akzeptiere, das andere kritisiere, eine Identität mit Europa als Mensch, der ich in Irland willkommen heißen will, der ich auch meinen Nachbarn aus Ungarn oder meine Nachbarin in dem Fall aus Ungarn genauso herzlich als Nachbarin im
Nachbarhaus haben möchte und nicht die Frage stellen will, ja, wie bist du, welches Aufenthaltsrecht hast du und so weiter, das nicht in den Vordergrund zu stellen. Und diese Idee, das möchte ich nur mal, dieses Staunen darüber, ist tatsächlich, glaube ich, auch berechtigt und sollte uns auch dazu verleiten, manchmal daran zu denken, dass Prozesse nicht schon vorab da sein können, dass sie jemand hätte voraussehen können. Wie gesagt, die Krise der französischen Gesellschaft war auch für alle anderen, für viele im Nachhinein so sichtbar. Aber dennoch war es ein Überraschungsmoment, dass dieses Volk von Paris aufbricht. Und dieses Moment haben wir meiner Meinung nach auch jetzt. Also nicht die Institutionen nur zu kritisieren, das ist alles richtig. Aber man muss eigentlich sehen, wir sehen, glaube ich, wie 1989 in einer historischen Situation, dass Europa eigentlich jetzt erst geboren wird. Nämlich, dass es sich darüber auseinandersetzen, ob alle dabei bleiben und wie lange das dauert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Jetzt wird Europa geboren, weil in den Ländern, ob in Spanien oder in Griechenland, Menschen diese europäische Idee diskutieren und nicht nur sagen, ach, finde ich auch besser, nach Frankreich zu fahren ohne Passkontrolle, sondern wir leben jetzt das zum ersten Mal und in einer Auseinandersetzung, die höchst brisant ist und meiner Meinung nach eher noch mehr Hoffnungen birgt als Gefahren. Natürlich gibt es überall auch Gefahren und die französische Revolution zeigt uns das auch nochmal. Das kann auch in einem ganz schrecklichen Massaker enden. Aber ich hoffe, dass es eben uns gelingt, auf eine zivilisierte Weise das irgendwie glücklicher zu enden. Vielen Dank für den Beitrag. Die Dame dort in der dritten Reihe. Hallo, mein Name ist Elke Schneider, ich bin auch von keiner Organisation. Ich hatte mir ein paar Sachen notiert, ich hoffe, ich vergesse nicht. Ich würde zuerst gerne auf die Dame eingehen mit der blauen Jacke, die ist jetzt nicht mehr da, die ganz zuerst gesprochen hatte hier aus dem Publikum. Ich nenne es mal so Stichwort Rahmenbedingungen. Ich kenne natürlich die Situation in ihrem Heimatort nicht, der ja offensichtlich recht klein zu sein scheint. Also da fängt schon das an mit Quotierungen an. Man kann im Prinzip nicht einfach Orten oder Ländern Quoten ausschütten, sondern muss erstmal nach den ihren Kapazitäten gucken. Wenn ich überlege, hier in Frankfurt, habe ich heute Mittag gelernt, haben wir 2 Millionen Quadratmeter leerstehende Fläche. Also, sorry, Frankfurt hat genug Kapazitäten, theoretisch auch genug Möglichkeiten, aber das, was hier in Frankfurt gerade so läuft, finde ich, naja, ein ziemliches Armutszeugnis, sage ich mal vorsichtig. Also, das ist das eine. Wenn ich überlege, Libanon oder auch, ich glaube, Kenia, irgendein Land in Afrika, die Millionen von Flüchtlingen aufnehmen und wahrlich weder die wirtschaftlichen noch, weiß ich nicht, Kapazitäten haben, um das auch stemmen zu können. Und die stemmen es trotzdem. Und hier wird ja schon gesagt, in dem Deutschland ist eines der reichsten Länder, da werden wir schaffen das nicht mehr. Also irgendwie fehlt mir da das Verständnis auch. Also es fehlt auch einfach an politischen Rahmenbedingungen, denke ich mir mal, die auch aus, sage ich mal so, auch von der Bundesregierung halt eben geschaffen werden müssten. Dann müsste eben den Städten und Orten eben die Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden, damit sie das auch stemmen können. Und Deutschland ist reich genug, das kann das. Dann im Prinzip habe ich noch ein paar Sachen notiert und zu Rainer Bütikofer, was ich zum Teil finde, ein bisschen kurz gegriffen, weil ich habe hier immer nur Syrien gehört. Natürlich mit der, hoffe ich doch mal, bald der Bürgerkrieg in Syrien zu Ende sein, aber bitte glaubt ja nicht, dass wir dann keine Flüchtlinge mehr haben. Es gibt noch Eritrea, es gibt noch Nordafrika insgesamt oder auch Sudan, sage ich mal als Stichwort. Ich nenne mal das Stichwort Klimakatastrophe, also wir werden demnächst noch viel, viel, viel mehr Flüchtlinge haben, die nicht nur wegen irgendwelcher Korruptionsskandale Bürgerkriege kommen, sondern eben einfach, weil ihr Land unbewohnbar wird, weil es eben einfach zu trocken wird, zu viel regnet, zu keine Ahnung, was weiß ich, weil sie keine Lebensgrundlage mehr haben, sei es durch Landfracking, durch irgendwas, also das ist erst der Anfang, sage ich mal. Das heißt, Europa und die anderen reichen Industriestaaten, USA nehme ich da nicht aus, sollen sich mal langsam Gedanken machen, A, wo kommt denn die Flüchtlingssituation überhaupt her? Und B, geht man dann mit dem Problem insgesamt um? Und es wird auch nicht morgen aufhören, wenn der Bürgerkrieg endet. Die zweite Geschichte ist, was Rainer Bütikofer sagte, naja, wir können denen nicht allen Stadt geben, gucken, wohin wollen die denn? Wir müssen das kontingentieren. Warum? Sie wollen ja gar nicht zu uns. Marion hat das vorhin dargestellt, die nach Hanau kommen, die bleiben gar nicht in Hanau, die sind sehr schnell wieder weg. Ja, warum wollen die denn alle nach Schweden? Warum ist denn da die Situation so anders? Das heißt, es ist noch gar nicht ein einiges Europa, weil einfach die sozialen Standards so unterschiedlich sind, so dass wir allein deswegen auch sagen können, wir können die gar nicht irgendwie alle in die Ostländer schicken, die jetzt gerade so wegen der Unbereitschaft der Quote so kritisiert werden, die können das vielleicht tatsächlich nicht. Das heißt, wir müssen europaweit insgesamt erstmal die Voraussetzungen schaffen,
dass alle das auch so stemmen können. Also das ist, wie gesagt, die Geschichte mit der Quote halt eben auch. Dann habe ich noch zwei Sachen. Wenn Sie sich kurz fassen würden. Ja, kurz noch ein Stichwort im Prinzip zu legalen Möglichkeiten schaffen. Es wurde ja schon anerwähnt, des fairen Staat Frontex. Das habe ich gestern oder heute gehört, diese Geschichte, dass von Schweden aus eine Initiative plant, sogar eine Airline zu gründen. Das geht ja in die Richtung auch, mit von dem fairen Staat Frontex. Also im Prinzip, wie können die direkt zu uns nach Schweden kommen? Das Wichtigste wäre natürlich diese Geschichte mit dieser Visa-Reglementierung abschaffen und auch endlich diesen Landweg in der Ägäis halt eben freizuschalten, damit es diese Probleme nicht mehr gibt. Vielen Dank. Die ganze Reihe von Impulsen. Der Herr hinten auf dem Fensterbank bekommt das Mikro. Mein Name ist Hagen Kopp von Kein Mensch Illegal in Hanau. Ich hatte letztens die Wiederbelebung des Slogans Die Welt zu Gast bei Freunden, ein neues Sommermärchen, also fand ich eigentlich ziemlich nett. Ich will mal sagen, warum ist das denn dann so? Die Hartnäckigkeit der Flüchtlings- und Migrationsbewegung, das ist sozusagen das Rad der Dynamik, das im Moment alles vor sich her treibt. Das muss man doch vielleicht erst einmal festhalten, bevor man dann in den Sphären der europäischen Politiken hier diskutiert. Es ist dieses Zusammenkommen davon, dass so viele tausend Menschen sagen, sie nehmen sich ihr Recht auf Bewegungsfreiheit, das wurde erwähnt in Hanau. Ich habe das auch mitbekommen, 8 Tage von der Türkei nach Hanau, das glaube ich, gab es lange nicht mehr. Das Zusammenkommen damit, dass entlang der ganzen Route, wer das verfolgt hat, Netzwerke in Mazedonien, Nordgriechenland, Krisengebäude, trotzdem überall Menschen unterstützen, die Menschen auf der Route, plus auch, glaube ich, eine wirklich gestärkte kritische Öffentlichkeit. Spätestens seit dem 3. Oktober 2013 können wir es jedenfalls feststellen, dass ganz anders wir gefragt werden, was wir von Frontex halten. Jedenfalls ist das der Ausgangspunkt, die Frage, wie können wir diese Dynamik jetzt aufrechterhalten, weitermachen. Das eine ist eben, diesen Korridor, diese Bewegungsfreiheit mit allen Mitteln weiter zu verteidigen. Morgen gibt es einen Aufruf, Open Borders Caravan nach Ljubljana zu kommen, um dort diese slowenisch-kroatische Grenze zu besuchen. Im besten Fall eben Leute zu unterstützen, dass das mehr aufgemacht werden muss. Und das andere ist, das klang hier vorhin auch schon mit, glaube ich, die große sozialpolitische Frage, die damit verbunden ist. Die Flüchtlingsbewegung ist eine soziale Bewegung und wir könnten diesen Impuls aufnehmen, um diesen ganzen Wahnsinn der Prekarisierung, der Austerität, der Sparprogramme, der Bremsenpolitik, die aufzubrechen. Ich glaube, wir müssen es sogar, wenn wir verhindern wollen, dass das irgendwann vielleicht auch wieder kippt. Denn die Neiddebatte ist angesetzt, ist angefacht, sie wird noch mehr angefacht werden, wenn es solche Stimmen geben. Was ist mit dem Wohnungsmarkt, was ist mit dem Bildungsmarkt, mit dem Arbeitsmarkt? Wir müssen genau da rein und jetzt versuchen, den Impuls aufzunehmen, um eine sozialpolitische Offensive zu führen und diese ganze Sparpolitik, diesen ganzen Irrsinn anzugreifen und zu gucken, dass wir da wirklich ein anderes Europa, eine andere Sozialpolitik wieder stark machen. Blockupy hat es ja ansatzweise versucht. Wir müssen diese Impulse aufnehmen. Ich glaube, da liegt die größte Herausforderung, aber an uns von unten, das wirklich anzusetzen. Ein ermutigender Impuls, auch wenn es natürlich in der politischen Debatte zum Teil auch genau die gegenläufige Tendenz gibt, nämlich die Flüchtlingsdiskussion dazu zu nutzen, Absenken von Sozialstandards sozusagen in die Diskussion zu bringen. Das wurde von Herrn Bostumann vorhin schon angesprochen. Sie haben das Wort. Ich finde, dass wir feststellen sollten zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir den Migrantinnen, die kommen, die aus eigenem Interesse herauskommen müssen, dass wir denen ungemein viel zu verdanken haben und dass man das öffentlich viel stärker betonen muss, dass man sie nicht als Problem sieht, sondern die Gesellschaft hier, denke ich, erlebt, dass wir wieder über Fragen der Demokratie reden, dass wir wieder aufpassen, was eigentlich mit Asylrecht passiert in diesem Land. Das ist ja alles zum Teil auch verdrängt worden. Da gab es keine gesellschaftlichen Bewegungen in dem Maße. Wir sind seit Jahren in dieser Stadt mit Wohnungsnot konfrontiert, aber es gab keine soziale Bewegung, die das forciert hat. Und wir wissen genau, wie verlogen die Diskussion in dieser Gesellschaft geführt wird mit den Leerständen, die wir überall haben. Ich sage nur mal, Westhausen, da sind 160 Wohnungen leer. Das weiß jeder in der Stadt. Aber niemand sagt, dass morgen und sofort Flüchtlinge in diese Wohnungen reingehen können. Die stehen leer und verrotten und ist nur deshalb, weil keine Menschen drinnen leben. Und wir haben genügend Möglichkeiten, dass wir den Flüchtlingen und den Migranten helfen. Und ich denke, dass wir diese Diskussion, die wir jetzt haben,
die haben wir den Migranten auch zu verdanken. Das ist ein riesiger, starker Impuls, den wir kriegen können und den wir aufgreifen sollten. Und ich denke, diese Dankbarkeit muss man einfach mal zum Ausdruck bringen und Schluss damit, dass diese Menschen Probleme sind hierher. Wir wandern das Mikro hin und dann drehen wir eine Schlussrunde hier oben auf dem Podium. Ich möchte Herrn Mino Katzenstein, ich bin Lokalpolitiker im nördlichen Baden-Württemberg in einem ländlichen Raum und ich möchte meinem Vorredner ein bisschen widersprechen. Hier in Frankfurt mag das so sein, aber in der Kleinstadt, von der meine Tochter vorhin noch sprach, da haben wir eben keinen freien Raum mehr. Wir haben keine freien Plätze mehr und das ist tatsächlich ein Problem. Sie wurde vorhin von Ihnen auch ein bisschen falsch verstanden. Sie sagt, macht sich einfach Sorge, dass wir in so kleinen Städten es einfach nicht mehr gebacken kriegen, die Leute, die zu uns kommen, die vielen Leute, die uns zugewiesen werden vom Landkreis, vom Landratsamt, vernünftig und würdig unterzubringen. Da haben wir einfach schon Probleme. Bitte guckt nicht nur Stadt Frankfurt, hier habt ihr vielleicht noch Leerraum, aber draußen in der Fläche sieht es ganz anders aus. Vielen Dank für den Impuls. Es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt auch die Fläche, gerade in Hessen kennen wir das, wo auf dem Land eher mehr Leerstand ist als im Ballungsraum. Aber möglicherweise sind das dann auch nicht unbedingt die Orte, wo die Flüchtlinge dann hinwollen und bleiben wollen, sondern natürlich gehen sie dahin, wo sie Anknüpfungspunkte haben. Es gab eine ganze Reihe von Impulsen aus dem Publikum. Vielleicht fangen wir mit Karl Bock an. In der Schlussrunde gibt es einen Punkt, auf den du noch besonders eingehen möchtest. Auch mit Mikro, ja. Nee, ich denke, Nevros hat es auch dargestellt und Hagen jetzt nochmal. Ich meine, man muss bei bestimmten Auseinandersetzungen, Wohnungsnot, dass man das zusammennimmt. Also Stichwort sozialer Wohnungsbau, ich glaube, Stand 2013, 2014, noch nie wurden so wenige, gab es so wenig soziale Wohnungsbaukapazitäten. Ne? Dass man das zusammennimmt. Also wenn es eine Bewegung, die sagt, wir gehören die Stadt, dass arme Leute oder Entrechtete, dass sie nicht rausgedrängt werden, dass wir eben auch Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten den Zugang haben. Oder dass es auch keine Spaltung gibt. Ne? So hatte ich auch Hagen verstanden in seinem Plädoyer oder Sie in Ihrem Plädoyer. Zu den Optionen, ist alles angesprochen. Die Hoffnungsschimmer sind zivilgesellschaftliche Geschichten. Es gibt auf staatlicher oder in Brüssel gibt es Teilbündnispartner im Parlament oder zum Teil mit der Kommission bin ich ein bisschen vorsichtiger. Aber es sind vor allem das Europa von unten, was momentan den Unterschied macht. Und ich denke, wenn wir mehr Schutzplätze in Europa bekommen wollen, mehr legale Wege nach Europa, dann wird die Differenz eben die Zivilgesellschaft in verschiedensten europäischen Staaten sein. Ich habe den Eindruck, dass das erste Mal in großen Teilen der Europäischen Union überhaupt sowas wie eine europäische Debatte zum Thema Flüchtlinge stattfindet unter dramatischen Bedingungen. Aber das sind sozusagen die Hoffnungsschimmer, wo ich denke, dass der Druck groß genug sein wird, um auch bei widerspenstigen Regierungen, selbst Festungen, Cameroon, dass da Zugeständnisse in Großbritannien und anderswo gemacht werden müssen. Oder wenn wir an Island denken, dass da 11.000 Privatpersonen sagen, ich will aufnehmen, oder in Irland 12.000 sagen, ich bin bereit aufzunehmen. Selbst auch die Tatsache, dass der Papst sagt, okay, jede Kirchengemeinde, jedes Kloster, jede religiöse Gemeinschaft soll eine Familie aufnehmen. All das ist in diesem Kontext von München, Dortmund, Saalfeld, Frankfurt, Wien, willkommen gelaufen. Und ich denke, das sind die Anknüpfungspunkte, die für uns gelten. Oder da ist sozusagen, das ist unsere Fortsetzung des Marsch der Hoffnung, ja, in einer immer noch real existierenden Festung Europa. Ich glaube, ich würde auch noch mal gerne das aufgreifen, das sich nicht spalten zu lassen. Das zusammenzudenken. Ich glaube, man kann es vielleicht noch einen Schritt weiternehmen. Vielleicht lassen wir die Kategorien einfach verschwinden. Ich fand den Hinweis auf die Französische Revolution ja ganz gut, weil da ging es ja um den ganzen
die ohne stand, die sozusagen gesagt hat, wir sind aber auch Gesellschaft, die sich sozusagen inkludiert haben und diese ganze Trennung, diese ganze Differenzierung in die verschiedenen Stände aufgehoben hat und dadurch sozusagen eine ganz neue Form von Gesellschaft begründet hat. Und ich denke, sowas müssten wir eigentlich jetzt auch machen. Und das sind natürlich gerade aber die ganzen Grenzziehungen, Statusziehungen auf Pass, auf Staatsbürgerschaft und eben auf so Kategorien. Weil, nochmal auf die Frage der legalen Zugangswege, wir haben hochspezialisierte Unternehmen, die das eigentlich, ich weiß, die Bahn ist immer ein bisschen zu spät, aber eigentlich funktioniert es ganz gut. Der Flugverkehr, das funktioniert. Wir haben hochspezialisierte Logistikunternehmen. Warum sollen die nicht den Transport übernehmen? Wieso müssen bestimmte Leute im Schlauchboot fahren und andere Leute können fliegen? Wenn wir da den Status aufheben, haben wir diese Diskussion nicht mehr. Und ich weiß, die nächste Diskussion, die dann kommt, immer so, ja, aber mit den offenen Grenzen, dann kommen alle. Und ich glaube, das wäre sozusagen mein Schlusswort, es ist immer ein Missverständnis davon, was Grenzen machen. Man denkt immer, Grenzen sind eine Reaktion auf Bewegung. Meistens, wenn man sich sozusagen die Geschichte anschaut, ist es aber genau andersrum, dass genau so Grenzziehungen, so Trennungen, so Spaltungen sozusagen in der globalen Gesellschaft erst dazu geführt haben, dass es zu so einem großen Problem wird. Man kann da ganz viele Beispiele anführen, die marokkano-spanische Migration, bis Spanien die Grenze aufgebaut hat, 90er Jahre. Wir könnten uns sozusagen noch über die ganze Frage der Arbeitsmigration nach Deutschland in der Hinsicht unterhalten. Aber sozusagen der Appell ist, immer wenn man diese diese Trennungen aufgibt, hat man auch das politische Problem nicht mehr und dann kann man sich nochmal von einer ganz anderen Perspektive den Problemen, die es tatsächlich gibt, Wohnungsmarkt, andere Fragen der Prekarisierung in Europa eigentlich, ich glaube, da könnte man sich dann nochmal ganz anders nähern und das wäre eine ganz neue Diskussion, auf die wir eigentlich hin müssen dann. Vielen Dank, Bernd Kasperek. Nee, wo hast du mein Hirn bei? Ich glaube, das passt ein Stück weit dazu. Wir haben ja noch das eine Missverständnis aufzuklären, das ist nicht so, dass alle aus Hanau jetzt nach Schweden gehen würden und nicht in Deutschland dann, sondern die Leute werden von der Grenze mit einem Zug irgendwo hin transportiert, in einen Bus verladen, landen in Hanau und die werden relativ schnell, wenn man sie lässt, irgendwie in der Lage sein, ein Telefon zu zücken, auszufinden, wo sind meine Verwandten, wo sind meine Kumpels. Und dann werden sie sich wieder in ein Verkehrsmittel setzen, dann werden sie dahin fahren, wo sie schon Anknüpfungspunkte haben. Und das machen einfach die allermeisten. Das kann in Schwerte sein, das kann in Leipzig sein, das kann auch in Schweden sein oder in Belgien. Und genau das passiert. Und ich denke, das ist was ein bisschen zu deinem Schlusssätzen passt, dass in dem Moment, wenn die Grenze weg ist, und das ist sie gerade, also im Moment ist sie insofern weg, dass die Leute zwar irgendwo hingekarrt werden, aber sie sind nicht registriert in der Form und von daher bewegen sie sich immer noch frei an den Ort, an dem sie am Ende landen wollen. Und ich glaube, dass, wenn man das so handhaben würde im Generellen, dann würde man auch nicht die Situation haben, dass in einem Dorf, wo es sowieso keine Wohnungen gibt, ein Haufen Leute landen würden, die da nicht untergebracht werden können. Sondern die Leute sind in der Regel relativ clever und wissen, wo geht was und wo geht nichts. Und ich glaube, das ist gerade so eine Ebene, auf der wir irgendwie anfangen zu verstehen, wie funktioniert denn Demokratie und wie funktioniert auch ein Zutrauen in Menschen, dass sie doch sehr wohl wissen, wo geht was und wo geht nichts. Und ich glaube, das sehen wir gerade tagtäglich, würde ich sagen. Und ich glaube, ein Stück weit, zumindest war das meine Interpretation, war das, was wir an den Bahnhöfen bei dem Willkommen heißen erlebt haben und was wir auch immer noch da versuchen, sage ich mal, das war ja auch durchaus eine Veränderung, die genau in diese Richtung geht. Sie haben das Dankbarkeit genannt. Ich glaube, es war noch ein Stück mehr. Es war nicht Dankbarkeit, sondern es war ein Stück weit ein Bezollen von Respekt, was da passiert ist. An den Bahnhöfen des Willkommen war nicht, da kommen die Opfer von Krieg und die gerade so überlebt haben, da kommen nicht die gerade fast gestorbenen Kinder, sondern es war in einem hohen Maß ein Respektbezollen mit einem Applaus für diesen Schritt, sich in Ungarn nicht aufhalten zu lassen und genau dahin zu gehen, wo man hin will. Und ein Stück weit auch ein Applaus dafür zu sagen, wir nehmen uns hier in Europa Rechte, selbst wenn sie uns hier nicht zugestanden werden. Und ich glaube, das ist ja die Ebene, auf der es vielleicht auch in der nächsten Zeit darum gehen wird, kann man da voneinander lernen. Was sind Methoden des Protestes, was sind Dinge, an denen wir uns austauschen können. Und ich glaube, da gibt es total viel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Stück weit die spannende Phase, die vor uns liegt, aus diesen Kämpfen dieses Sommers, dieser Märsche der Hoffnung
auch ein Stück weit zu lernen, was gilt es daraus mitzunehmen für andere soziale Auseinandersetzungen. Ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass es nicht dabei bleibt, dass Menschen überall in den Bahnhöfen stehen und die Flüchtlingen einfach willkommen heißen, denen Wasser geben, Klamotten geben und Essen geben, sondern dass es einfach darüber hinausgehen muss, dass es auf politischer Ebene Druck gemacht werden muss, dass die Gesetze, die sich verschärfen, dass die Gesellschaft, die Flüchtlinge willkommen heißt, die sie überall unterstützt, irgendwie an den Grenzen und so weiter, damit nicht einverstanden ist, dass die Flüchtlinge hier einkaserniert werden, dass sie Arbeitsverbote kriegen und dass sie hier sich überhaupt gar nicht integrieren dürfen. Ich glaube, es muss einfach auch in die Richtung gehen und wir dürfen das gar nicht vergessen, dass wenn die hier in den Bahnhöfen ankommen, dass es noch nicht Ankommen heißt, sondern dass das Ankommen noch ein langer Weg ist und darauf muss man sich auch konzentrieren. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, eins, was sich durch den Abend gezogen hat, ist der klare Blick auf die Bedeutung dieser Bürger- und Menschenrechtsbewegung, die sich hier in diesem Land gerade anhand der Frage der Flüchtlinge zeigt und wie sie Europa mit seinen Werten konfrontiert, die in der politischen Praxis immer wieder zerlegt werden. Ich finde, es gibt ein schönes Beispiel davon vom heutigen Tage, auch wenn es nicht aus Europa stammt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, der Papst hat heute vor beiden Kammern des amerikanischen Parlaments eine Rede halten können und hat dort schlicht und einfach die amerikanischen Grundsätze von Thomas Jefferson zitiert, zu denen ja das Recht eines jeden Menschen gehört, Pursuit of Happiness, also sein eigenes Glück nach seinen Möglichkeiten zu verfolgen. Genau das ist was wir, glaube ich, bei den Flüchtlings- und Menschenrechtsbewegungen hier auch in Europa sehen. Insofern wünsche ich allen, die daran beteiligt sind, viel Erfolg, viel Glück und wir sehen uns wieder und werden sehen, wie weiter dabei vorankommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen hier oben für die Diskussion, bei Ihnen da unten und bei dem Horst da drüben, da hier oben, da unten, da drüben. Wir alle zusammen können jetzt da noch ein Bier trinken und dem Horst noch ein paar Mark in die Kasse spülen. Ganz herzlichen Dank. Thank you.